The Lost World, ja. So, ich weiß gar nicht, wo man da jetzt anfangen soll. Halt ein ganz anderer Film als der erste. Und das ist der Grund, warum ich diese beiden so genial finde. Weil ich finde, dass The Lost World genau das gemacht hat, was er machen musste. Er hat nicht versucht, nochmal wie dann eben später Jurassic World, den ersten Teil zu wiederholen, sondern er hat versucht, eine komplett neue Geschichte rauszumachen. Das Buch ist nochmal ganz anders als der Film, aber auch im Buch geht es halt hauptsächlich um diese Insel, weil Michael Crichton gesagt hat, er kann eigentlich nur verlieren, er wollte den zweiten Teil gar nicht schreiben, er hat gesagt, er kann nur verlieren, entweder macht das zugleich, weil die Fans das wollen, aber er das als künstlerischen Tod sieht, oder er macht was ganz anderes und dann hassen ihn die Fans, weil er was Neues macht, womit die Fans nicht klarkommen. Dann hat er einen Leserbrief bekommen von wahrscheinlich einem kleinen Kind. Mach alles, was du willst, nur lass es auf einer anderen Insel spielen und der T-Rex und der Raptor sollen drin vorkommen. Ansonsten vertraue ich dir. Warum muss das von einem kleinen Kind geschrieben worden sein? Wenn du es lesen würdest, würde es von der Sprache her nach einem Kind klingen. Ich hab's jetzt mit meinem. Ja, vielleicht hast auch du das geschrieben, 1995, mit 4 Jahren, aber dann warst du ja auch ein kleines Kind. Dann bin ich aber für The Lost World verantwortlich, will ich nur ganz kurz mal festhalten. Offensichtlich. Das hört sich aber so nach der Geschichte an, wie Michael Bay mal erzählt hat. Er wollte eigentlich mit Transformers aufhören. Mhm. Da hat er aber gesehen, wie die Kinder deswegen geweint haben und hat sich gedacht, ich muss das weitermachen. Ich denke mir, halt die Schnauze, Mann. Nee, worauf ich hinaus wollte, ich finde, damit hat er dieses Problem einfach perfekt beschrieben, wie du einen zweiten Teil machen musst. Entweder hast du das Problem, du bist zu nah dran, dann vergleichen das alle mit dem ersten, oder du bist zu weit weg und dann sagen alle, das gefällt mir aber nicht, das ist was eben zu weit weg ist. Und deswegen gibt's ja auch nur so wenige zweite Teile, die teilweise vielleicht sogar besser sein können als das Original. Terminator. Und ich wollte gerade sagen, uns fallen eigentlich fast immer nur dieselben zwei Beispiele ein und das ist Alien und Terminator. Ja. Und bei beiden ist es natürlich Geschmackssache. Aber man würde bei beiden Filmen sagen, die sind ungefähr mindestens auf einem Level, wenn nicht der eine besser als der andere ist. Ja. Aber die Abstände zwischen den beiden ersten und zweiten Teilen sind sehr gering. Ja, ja. Und so ist das für mich persönlich auch mit Jurassic Park. Der zweite Teil, das haben damals viele kritisiert, ist sehr unterschiedlich im Vergleich zum ersten. Er ist super düster. Der zweite Teil spielt ja fast nie am Tag. Das Buch oder der Film? Das Buch, der Film jetzt. Alle Szenen auf der Insel sind relativ, mindestens die Dinosaurier-Szenen sind alle im Dunkeln. Was wahrscheinlich also, aber auch ein bisschen am CGI liegt, ne? Dass das ja, natürlich, aber auch am Setting. Der erste Teil war sehr hell. Den ganzen Film über, allein schon von den Filtern her. Du hast ja die ganze Zeit viele Farben, gab viele knallige Farben. Die Outfits, die Kostüme, guck mal, Dr. Grant läuft mit seinem blauen Shirt durch die Gegend und seinen Cargo-Pants und so weiter. Und im zweiten Teil allein schon an den Menschen siehst du, dass es in eine sehr düstere Richtung geht, weil jeder dunkle Klamotten erträgt und so. Was ja auch Sinn macht im Busch, wenn du verbrannt werden möchtest. Ja, ja. Und das trägt sich durch den ganzen Film. Er hat eine viel düsterere Grundstimmung. Und er hat meiner Meinung nach auch den zynischeren Blick auf die Menschheit an sich. Hat zwar ein versöhnliches Ende natürlich, die Tiere sind dann wieder zusammen, aber es zeigt halt deutlich nochmal, im Endeffekt ist das für mich persönlich Peter der Film. Weil es geht um Artenschutz, es geht darum, wie Menschen mit Tieren umgehen, wie wir die als Dinge wahrnehmen, die zu unserer Belustigung da sind, die zu unserem Vergnügen da sind, mit denen wir machen können, was wir wollen, wo wir in Ökosysteme eingreifen können. Ja. Da ging es ja dann nicht mehr darum, können wir gottmäßig erschaffen, was wir wollen, sondern da ging es ja dann darum, wir haben diese Dinger jetzt da, wie gehen wir damit um? Können wir entnehmen, was wir wollen? Genau, auch. Und dann war eben die moralische Frage von Jurassic Park 2 nicht mehr, dürfen wir erschaffen, was wir wollen, oder können wir in die Natur eingreifen, sondern jetzt war die moralische Frage, wie gehen wir mit dem um, was da ist? Besonders mit Leben. Das ist vielleicht der Gedanke, an den wir gedacht haben an dem Film. Wir haben ja dann diesen Großwildjäger, der dann anfängt, den T-Rex unbedingt töten zu wollen, weil er schon mal jedes große Tier gejagt hat, ob es den Löwen war oder so. Er hat eigentlich keinen Groll gegen den T-Rex, er hasst ihn nicht. Es geht einfach nur um persönliche Befriedigung. Und dadurch, obwohl er natürlich in dem Film das so verkauft, als würde er das Tier wertschätzen, macht er daraus trotzdem eine Sache, die zu seinem persönlichen Interesse da ist. Also er stellt sein Leben und seine Interessen über die von einem Lebewesen, was es nur 2-3 Mal auf der Welt gibt. Ja. Wie egoistisch ist das? Und das ist genau der ganze Kern von Jurassic World, wie
unglaublich The Lost World. Lost World, wie unglaublich egoistisch wir Menschen mit hauptsächlich eben Tieren, aber auch der Umwelt an sich. Mhm. Und es ist eigentlich der perfekte Abschluss für das, was Jurassic Park angefangen hat, finde ich. Also ich finde Jurassic Park 2, also The Lost World, der Film sollte ursprünglich auch nur The Lost World heißen, hast du das gewusst? Ja. Also einfach nur The Lost World, das Jurassic Park ist nur ein Grund, damit wir wissen, dass das ein Teil davon ist. Was auch Sinn macht, weil es geht ja um keinen Park mehr. Das Ende von, jetzt komme ich zu Dominion nochmal zurück, ich habe es vorhin erwähnt, das Ende von The Lost World, Jurassic Park 2, erklärt uns, dass wir die Dinosaurier alleine lassen sollen in ihrem eigenen Ökosystem. Mhm. Wir haben die jetzt erschaffen, jetzt haben wir die Verantwortung, die auch in Ruhe zu lassen. Genau. Das haben wir jetzt einfach. Das ist eine super schöne Message. Jurassic World Dominion endet damit, dass wir Saurier wieder einsperren. Diesmal halt im Biosyn Valley. Und sagen, okay, jetzt haben wir sie eingesperrt. Mhm. So, das nimmt diese schöne Botschaft von Teil 2 und tritt einfach nur noch drauf, bin ich der Meinung. Deswegen, ich finde einfach Jurassic Park 2 The Lost World ist der perfekte Abschluss für diese gesamte Reihe. Das ist ein Zweiteiler für mich, der so hätte enden sollen. Das ist genau die Botschaft. Wir haben im ersten Teil erfahren, okay, wir haben jetzt Gott gespielt, ist ein Riesenfehler gewesen. Mhm. Im Teil 2 haben wir jetzt überlegt, okay, was machen wir jetzt denn damit? Mhm. Die einen sagen, wir beuten die Saurier jetzt aus, wir stehen ja über denen und kommen dann aber zum Entschluss, nee, wir lassen denen einfach ihr eigenes Ökosystem, ihr eigenes Leben und Freiheit. Und das ist eine super schöne Botschaft einfach. Ja, aber keine realistische. Ey, und, das ist ein Film, der wegen einem Mückenstich Dinos klont. Absolut. Also. Nee, aber er versucht ja in dem Setting, das er hat, realistisch zu sein. Ja. Und wir haben uns schon mal drüber unterhalten, will jetzt auch nicht jetzt so weit schon vorgreifen, aber Jurassic Park 3 macht's für mich schlechter als Jurassic World. Weil Jurassic Park 3 tritt für mich halt nur auf der Stelle. So, aber er macht's Ende von Teil 2 nicht kaputt. Nee, aber dafür macht er gar nichts. Ja, aber dann kannst du noch weglassen. Dominion kannst du halt nicht weglassen. Nee, Dominion nicht, aber ich hätte jetzt von Jurassic World. Eins. Ja, okay. Jurassic World 1 zeigt uns, dass die Menschen nicht aufgeben. Also weißt du, du könntest jetzt einen sehr zynischen Gesichtspunkt auf die Menschheit haben und könntest sagen, okay, die haben zwar einmal die Message gerafft, im zweiten Film, aber auf lange Sicht raffen wir es halt einfach nicht. Irgendwann kommt halt der Nächste, der es doch versucht und einer hat halt irgendwann Erfolg. Das ist eine super zynische Sicht, dass die Menschheit irgendwie immer das Verderben aus sich selbst hervorholt. Ja. Weil selbst wenn wir irgendwann verstanden haben, dass das vielleicht nicht sinnvoll ist, kommt irgendwann der Nächste, der es vielleicht doch nicht versteht. Und das ist halt die Definition of Insanity. Ja. Und genau das ist es halt. Also man könnte das darauf anwenden. Ich würde dem Film nicht unterstellen, dass er so klug ist, dass er so viel darüber nachgedacht hat wie wir jetzt. Aber es wäre zumindest eine Begründung, warum der noch seine Daseinsberechtigung hat und warum die das thematisch weiterführen können. Ja. Das kann ich halt über den dritten Film nicht sagen, weil der hat keine Daseinsberechtigung eigentlich, weil er nichts der Geschichte hinzufügt. Da musst du aber auch sagen, dass Teil 3 der einzige Teil der gesamten Jurassic-Reihe ist, der nicht so im Kino gekommen ist oder auch nur ansatzweise so produziert werden konnte, wie er wirklich hätte sein sollen. Ja. Der Film hat so viele Probleme gehabt, das Drehbuch wurde so oft über den Haufen geworfen und es sollten von Michael Crichton und Steven Spielberg, waren ja am Anfang auch noch mit an Bord, ganz andere Story-Stränge dabei passieren. Mhm. Das, was wir jetzt halt sehen, ist das Ergebnis davon. Da kann man sagen, gut, aber ich sag halt immer noch, den dritten Teil kann ich mir immer noch angucken, ohne dass er das, was vorher passiert ist, angegriffen hat. Mhm. Gar nicht. Auch, dass man eben sagt, wir eröffnen einen Jurassic World Park. Mhm. Wer, wie, warum, nach allem, was passiert ist. Ja, habe ich ja gerade erklärt. Weil die Menschen halt nicht aufgeben. Und wir immer glauben, dass wir es besser machen als der vor uns. Das ist halt genau unser Ding. Das ist so ein bisschen dieses Somehow Palpatine Returns, finde ich, das Ding. So, der Jurassic Park ist komplett am Ende und dann haben wir eine Zeitspanne, auf einmal, zack, haben wir einen kompletten World Park. Ja. So, das ist, ey, dieses ganze Logische, es macht schon logisch irgendwo Sinn, aber ich meine, aus filmischer Sicht ist es für mich einfach Schwachsinn. Wir haben jahrelang Atombomben abgerüstet, also wir haben Atombomben aufgerüstet, dann haben wir jahrelang Atombomben abgerüstet, jetzt rüsten wir wieder auf. Oder mindestens die Russen rüsten jetzt wieder auf. Sehr schöner Vergleich von Jurassic Park 3 zu Atombomben. Ja, ich versuche das jetzt halt mal in die realistische Welt wieder zurückzuholen. wir lernen halt nicht. Also, es ist einfach so, wir haben festgestellt, okay, Aufrüstung macht keinen Sinn, weil wir bedrohen uns gegenseitig die ganze Zeit nur.
jetzt haben die Russen leider einen Krieg angefangen und jetzt sind wir wieder am Status quo und wir sind quasi wieder in den 80ern und haben wieder einen kalten Krieg. Das ist tatsächlich so. Da habe ich letztens eine Doku drüber gesehen, wie krass die Parallelen heutzutage sind. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber das ist schon, Aber das meine ich nur, weißt du, wir waren ja schon an dem Punkt, an dem wir es besser wussten, aber dann kommt halt einer und sagt, nee, ich möchte es jetzt aber doch nochmal probieren. Das ist Mr. Maserani in der Welt von Jurassic World. Ja. Ah, weiß ich halt nicht. Also ich denke, dass da noch mehr, also in der Welt von Jurassic, da sagt schon sehr, sehr wenig Menschen sagen da einfach Nein zu etwas. So, da gibt es doch niemanden, der da wirklich widerspricht. Wenn da ein Konzern ankommt wie InGen oder eben Maserani und sagt, ey, bist du noch vor ein paar Jahren Jurassic Park? Scheiße gelaufen, ich weiß, aber wir machen einen neuen Park. Und diesmal nicht nur mit Dinosauriern, wir erschaffen eigene neue Kreaturen. Alle sagen, geil. Ich weiß nicht, ob das mit den neuen Kreaturen irgendwie durchgegangen ist. Ja, nein, das ist ja alles geheim gewesen, natürlich. Ja, aber ich sag, wenn du halt einen Film machst wie Jurassic World, der im Endeffekt Jurassic Park 4 ist. Du musst ja überlegen, das ist ja auf Inseln irgendwo in Costa Rica oder sonst irgendwo. Das ist ja nicht in Amerika. Ja, aber erzähl die Geschichte weiter. Nicht nochmal dasselbe. Jetzt haben wir nochmal ein Park. Das ist ein Fan. Ja, das ist jetzt was anderes. Jetzt bist du bei einem Punkt, das gefällt dir persönlich nicht. Aber mir geht es jetzt darum, dass es aus einer Logik heraus schon Sinn machen kann. Oder war sowas aber auch wie, dass der Indominus Rex erschaffen wurde? Weil die Menschen finden Dinosaurier langweilig. Mhm. Da denke ich mir auch nein. Also wenn du heute als Mensch vor einer Giraffe stehst, sagst du auch nicht, ja, langweilig. Gut. Nur weil es die halt gibt. Absolut. Das ist auch sowas, wo ich mir denke, das sind... Das ist natürlich aus zwei Gründen reingepackt worden. Zum einen, weil sie es können und sie halt hingehen wollten zu dem, guck mal, wir können eben jetzt mehr als damals. Und zum anderen, weil das halt Gesellschaftskritik sollte halt zeigen, die Gesellschaft ist heute alle nur, das sieht man ja auch im Film, die sind alle in ihren Smartphones und gucken sich gar nicht mehr den T-Rex an, wie der die. Ja, der Film ist eigentlich echt nur eine Gesellschaftskritik, ein Hink durch die vierte Wand, der andauernd sagt, dass Jurassic Park eigentlich geil war und Jurassic World nicht. Ich muss das aber jetzt fertig erklären. Darfst meinen Rant nicht unterbrechen. Das ist wie wenn du, was weiß ich, okay, wir waren bei The Lost World, wie sind wir denn jetzt so abgerutscht eigentlich? Keine Ahnung, es ging um Botschaften und warum Jurassic, du hast gesagt, warum Jurassic Lost World 2 so ein gutes Ende hat. Stimmt, und genau, das bin ich halt der Meinung, dass das so als Zweiteiler super gut funktioniert. Ja. Gute Nacht. Moment, irgendjemand ging gerade ins Bett. Den möchte ich noch gute Nacht sagen. Original Chimpy. Chimpy. Gute Nacht. Und ein schönes Wochenende, Diana. Ja, schlaf auf jeden Fall gut. Genau. Warst du nicht auch eine von den Personen, die krank waren? Dann auf jeden Fall noch gute Besserung. Mhm. Und einer hat nämlich einen sehr guten Kritikpunkt am zweiten Jurassic Park genannt. Du wird direkt gebannt. Wird direkt gebannt, Kritik. Das Mädchen. Das hat mindestens eine Szene, die eigentlich aus dem Film hätte verbannt werden sollen, nämlich diese blöde Aerobics-Szene. Weißt du, was ich meine? Nicht Aerobic, Kunstturn-Szene. Wenn sie dann mit Kelly, wenn sie dann sagt, hey, du! Und dann der Raptor sie ganz lange anschaut und sich so denkt, was passiert denn da? Aber realistisch gesehen würde das ja... das war echt gefährlich. Obwohl, ich kann mir vorstellen, dass das Tier, ein Hund oder eine Katze wahrscheinlich auch dumm stehen würde, wenn dann nicht so ein Mensch... Da würde sogar ich dumm stehen. Aber es ist schon trotzdem sehr albern und die Szene passt tonal überhaupt nicht in den Film rein. Ja. Also für mich zumindest. Ja, Jurassic Park 2 hat dann schon angefangen, so ein paar Problemchen zu haben. Auch die Sache mit dem Schiff, wo der Arm noch da hängt, was ist da passiert. Ja, ist der T-Rex dann wieder zurückgegangen, hat einen Knopf gedrückt und ist dann runter. Ich weiß, dafür gibt es eine Erklärung. Aber die hätte auch ursprünglich verfilmt werden sollen. Mhm. Aber ich denke mir halt, wenn ihr es aber nicht verfilmt, dann macht's halt anders oder zeigt's doch nicht. Ja. Der Film hat aber noch irgendwas anderes gehabt, wo ich mir auch damals gedacht habe, das ergibt für mich keinen Sinn. Mir fällt es immer nicht mehr ein. Aber ich weiß, es gab mehrere Szenen, aber mir fällt es jetzt auch gerade nicht ein. Zum Beispiel habe ich mich auch immer gefragt, wie ist Malcolm an dem T-Rex vorbeigekommen bei dem Wasserfall? Das war's. Innerhalb von einer Sekunde kommt er da noch durch, nachdem der gerade den anderen gefressen hat. Kann ich dir logisch erklären. Ganz logisch erklärt. Natürlich, er hat sich im Busch an der Seite versteckt und ist dann durch die Lücke gesprungen. Wenn du es weißt, dann fragst nicht. Pass auf. Hier ist der Wasserfall. Das ist der Wasserfall. Mhm. Der T-Rex steckt die Schnauze da durch. Mhm. Sieht irgendwie falsch aus, wenn ich das so mache, aber frisst die Person, geht zurück in den Dschungel. Mhm. In dem Moment kommt Dr. Ian Malcolm um die Ecke und rennt da rein. Ja, das ist trotzdem irgendwie zu schnell. Also im Film. Weil man sieht das ja nicht. Ja. Aber es ist auch nur ein Filmeffekt, glaube ich, ne? Dass man denkt, der T-Rex Oh mein Gott, er kommt zurück. Und dann nein. Ich nehme noch. Wurde der nicht.
tatsächlich? Einer wurde doch auch. Also nee, Carter wurde platt getrampelt. Das andere war der Schlangentyp. Was krasses passiert. Genau, er war im Zelt und ist durch die Luft geschleudert worden. Wer denn? Malcolm. Als diese Zeltszene war, war er noch im Zelt. Wo der Rex den Kopf drin hat. Wo der Rex dann den Kopf hebt und das Zelt wegschleudert. Nee, da waren Kelly und Sarah war noch im Zelt. Oder sie? Weil ihr Malcolm steht von außen und guckt dann noch mit zu. Er guckt zu. Auf jeden Fall, irgendjemand wurde im Zelt weggeschleudert, dann war es eben Kelly und Sarah. Da habe ich auch gedacht, wie sind die denn so schnell bitte lebendig da wieder rausgekommen? Ja, aber da siehst du, dass er wirklich auch nur, also er nimmt den Boden vom Zelt nicht mit hoch. Also so, das sieht nur also so aus. Ja, okay. Welches Zelt ist denn? Gott, sind wir kleinlich, so Überwurfzelte, aber ja. Ja, aber ey, wir reden doch jetzt darüber. Ja. Wann redet man nochmal über sowas? Stimmt, wir sind ja schon, wir sehen uns wahrscheinlich eh nie wieder. Ja. Nee, das, wahrscheinlich nicht, du ziehst ja weg. Ja. Ja und? Kommst halt mal vorbei. Ja, ich komme auch mal her. Muss ich ja jetzt. So. Staffel 3 war sehr geil, aber ich finde schon, von was denn Staffel 3? Achso, von Camp Cretaceous. Ja, Staffel 3 war gut. Auf jeden Fall. Moment, nee, Staffel 2 war die mit dem Scorpius. Nee, die dritte. War die dritte? Ja, das war die beste. Auf jeden Fall. Gut, dann machen wir es doch mal so. Wir können jetzt, können wir Jurassic Park 3 mehr oder weniger überspringen? Ich meine, wir haben ja, da wir schon mal einen Podcast. Kurz drüber reden. 5 Minuten, okay? Haben wir ja gerade. Ja. Mach vielleicht nochmal eine Abstimmung, wie die Leute den zweiten Teil finden. Hm. Wenn wir jetzt schon solche Abstimmungen. Und Spanausen. Was war denn die Abstimmung eben? Jurassic Park 3 oder Jurassic World besser? Oh! Ja, Jurassic World. Ja, aber die hast du halt beeinflusst, die Leute. Natürlich. Ey, das sind nur deine Fans. Kann ich auch nichts für. Was soll ich machen? Achso, Jurassic, okay. The Lost World ohne 5. Komm, dann sage ich kurz in der Zeit was zu Jurassic Park 3. Ich habe mich damals mega auf den Film gefreut. Wir haben ja einen Podcast drüber gemacht und wenn ihr da irgendwie nochmal mehr drüber hören wollt, wir haben dann eine Stunde drüber geredet. Über den. Tobi linkt das sicher. Ich mache das alles gleich. Ich kann es hier in den Chat mal kurz verlinken. Ja. Und aber wie gesagt, ich habe mich damals, das war nämlich für mich der erste, bei dem ich ins Kino gehen konnte. Beim zweiten hat mich meine Mami nicht gelassen. Und ich war da im Kino. Ja. Ja, du bist mit 6 Jahren da reingekommen. Siehst du mal. Ja. Richtiger Rebell gewesen schon. Ja, total, total. Oder deine Eltern haben einfach kein Verantwortungsbewusstsein. Vielleicht. Ach was, die Verweichlichten, ey. Ja. Naja, jedenfalls habe ich mich damals ultra gefreut. Ich war hier, wo wir wohnen, im Kino, zu dritt, mit meinem Vater und meinem damaligen besten Kumpel. Wir hatten das komplette Kino für uns. Was und viel öfter passiert. Was hier tatsächlich öfter passieren kann, was war sehr traurig, wie das Kino ist, aber sehr cool als Kinobesucher. Ja, das stimmt. ich wünsche denen natürlich eigentlich immer den größten Erfolg, aber es ist auch schön, ein Kino für sich zu haben. Und ich weiß noch, wir kamen da alle drei raus und inklusive meinem Vater, der zwar jetzt nicht so ein Fan ist wie ihr vielleicht, aber trotzdem die ersten beiden Filme extrem mochte. Weißt, wir kamen damals schon alle raus und dachten so, ja, der Spinosaurus war cool, ja, es gab geile Szenen in dem Film, aber nein, es ist nicht so, ist nicht so gut. Irgendwie ist das anders als die anderen beiden. Und das ist ja auch Steven Spielbergs Wunsch gewesen. Er hat ja damals zu Joe Johnson gesagt, er wollte ja schon den zweiten Teil drehen. Spielberg hat ihn dann doch selbst gedreht. Und er hat dann zu Joe Johnson gesagt, ey, hier, jetzt darfst du den dritten machen, aber du musst ihn bitte komplett anders machen, als ich mache. Also das war Spielbergs eigener Wunsch. Er hat ihm komplette Narrenfreiheit gegeben. Ja, deswegen haben wir auch den Spinosaurus dann bekommen. Dann genau. Wollten sie ja den T-Rex ablösen einfach. Genau, er hat ihm komplette Narrenfreiheit gegeben, hat ihm gesagt, hey, bitte mach ihn nicht so wie ich, also setz deine tonalen Schwerpunkte anders. Und dann hat Joe Johnson halt gesagt, naja gut, dann mach ich halt einen Action-Film raus. Ja. Hat er auch gemacht und der Film funktioniert als Film an sich ja schon auch okay, der ist super unterhaltsam. Aber zu kurz mir fehlt halt irgendeine Relevanz in diesem Film. Ja, ich verstehe, was du meinst, wo ich auch gerade diesen Film für irgendwas gucken muss. Wo ich auch gesagt habe, ich mag halt, dass wenn den Film eine Botschaft mitgibt, hat der natürlich halt gar nicht dabei. Aber ich finde, es ist auch nicht so schlimm bei dem, weil er halt dann doch irgendwie auch nicht so lang geht. Weißt der ist halt kurzweilig. Ich weiß noch damals, wo ich im Kino gesessen habe, hab dann
zum Schluss, wenn dann die Navy auftaucht am Strand. Und da habe ich mir damals gedacht, jetzt geht's erst richtig los. Dann ist der Film auch immer vorbei. Aber ich bleib halt dabei, dass der Film hat für mich halt so eine Daseinsberechtigung. Erstmal, weil ich halt damit sehr viel Nostalgie auch verbinde. Jurassic Park 3 ist für mich nicht einfach nur gewesen, den Film zu gucken und das war's dann. Da hängen ja noch dran Actionfiguren, Videospiele, Gameboy. Unsere Schulzeit damals war ja schon Jurassic Park 3 geprägt. Ja. Und das hängt da immer noch hinterher. Ich kann das nicht einfach so wegschütteln. Mhm. Deswegen hat der Film bei mir auf jeden Fall einen richtig guten Stellenwert. Plus, ich mag den Spinosaurus sehr. Ich finde auch die Hintergrundgeschichte hinter Jurassic Park 3, was da alles passiert ist am Set und bei den Drehbuch, bei den Drehbuchgestaltungen, alles drum und dran, ist mir das Interessanteste. Das tue ich da auch mit rein. Ja, das tue ich auch mit da reinzählen irgendwie. Ja. Und ich mag den Film halt, ich sag's einfach jetzt nochmal, dass er halt das, was du nicht magst, dass er so belanglos ist, finde ich okay, weil er damit mein perfektes Ende vom zweiten Film nicht kaputt macht. Das ist einfach nur ein Film quasi, wie so ein DLC für ein Spiel. Ja. So, das ist hier fertig. Jetzt haben wir halt hier nochmal eine Geschichte, wo zwei Typen, die Idioten sind, mit Paraglider abstürzen. Aber auch ein DLC, finde ich, muss der Story noch mal was hinzu. Also die guten DLCs, die ich gespielt habe, haben immer irgendwie noch mal die Story erweitert. Aber das finde ich zum Beispiel scheiße bei Spielen, weil dann zahlst du dafür extra nochmal Geld, obwohl die Geschichte eigentlich weitererzählt wird. Ja, aber hast du zum Beispiel Bioshock Infinite gespielt? Okay, schade, weil Bioshock Infinite hat ein perfektes Ende. Das beendet die komplette Bioshock-Trilogie eigentlich. Der DLC erweitert aber dieses Ende nochmal und fügt dem neue Elemente dazu. Du brauchst das nicht. Hm. Aber wenn du es hast, macht das die komplette Welt nochmal größer. Matrix 4. Ja. Hey, aber Jurassic Park 3 macht die Welt aber auch größer, weil in Jurassic Park 3 erfährst du zum allerersten Mal auch, dass Ingen von Dinosaurier geschaffen hat, die nicht auf der Liste standen. Was später in Jurassic World noch aufhört. Ich sag halt nur, der Film, der hätte eigentlich anders ablaufen sollen und ich finde einfach, bis was er ist, ist das schon in Ordnung so. Ja, ganz kurz, Scorpius Rex oder Indoraptor würde ich auch eindeutig sagen, Scorpius Rex. Zum Scorpius Rex ganz kurz, war dieses Unsichtbarmachen war auch im Buch vom zweiten Teil. Nur da war es der Thanatos, glaube ich. Da gibt es sogar ein Konzeptbild von, wo der so grünlich ist. Genau, da gab es eine super creepy Szene im Buch. Da ist das dann eben her, da haben die das dann verbaut mit dem Scorpius Rex und eben mit dem Indominus Rex, dass die sich unsichtbar machen können. Aber Scorpius Rex ist auf jeden Fall stärker. Der ist zum einen auch etwas größer als der Indoraptor und der kann diese Stacheln verschießen. So ein Giftstachel. Ja. Das ist ja genau. Der ist ja auch mehr eine Maschine gewesen. Der hat nämlich auch diesen Terminator-Blicker. Ja, Scorpius Rex. War das Beste an den ganzen. Neue Welten. Ey, das ist auch der beste Hybrid, finde ich, oder? Ja. Ich finde den schönsten Hybrid vom Design her ist der Indoraptor. Ja. Ich finde den geil, schwarz und gold. Ja. Aber von der Hintergrundgeschichte auch, dass der Scorpius Rex eigentlich der erste Hybrid gewesen ist. Und dass der halt so, weißt du, so wen gefährlich ist. Ein bisschen erinnert, an, wenn du den Vergleich machst zu Resident Evil, an, wie heißt die unkillbare? Lisa Trevor. Genau. Ja, erinnert mich so ein bisschen an Lisa Trevor, so dieses fehlgeschlagene Experiment, was irgendwo im Keller verscharrt wird. Ja. Und der kann sich ja auch ohne Ende weiter produzieren, ne? Ohne Grenzen. Das heißt, die Kinder haben, da habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht, eigentlich die Welt gerettet. Ja. Absolut. Ja. Ja, gut, also auf jeden Fall, Jurassic Park 3 hat seine starken Momente. Der Kampf gegen den T-Rex, den ich immer noch großartig finde, auch wenn den ja ganz viele Leute nicht mögen. Ich finde es mit der beste Saurierkampf im gesamten Universum. Würde ich auch sagen. Ein bisschen zu kurz gewesen, aber im Endeffekt, wie lange sollen die jetzt miteinander kämpfen? Das ist halt, die boxen ja nicht. Da kennst du den Uncut-Kampf, der nochmal zwei Minuten, glaube ich, insgesamt gehen sollte. Musst mal auf YouTube eingeben. Okay. Da haben die animatronische Figuren mit benutzt dazu. Ach. Und das sah aber halt so scheiße aus, weil die haben es halt nicht geschafft, das irgendwie flüssig, den Übergang von Animation zu Animatronik zu machen. Okay. Und deswegen haben sie alle animatronischen Szenen rausgeschnitten. Okay. Da hast du dann sowas mit dabei, wo der Spino mit der Kralle einfach den T-Rex so eine Schelle gibt und so ein Kram. Gibt's auf YouTube. Wir können uns den auch einfach mal hier angucken. Ich weiß halt nur nicht, wie YouTube darauf reagiert. Ja, es kann passieren, dass wir jetzt alle rausfliegen hier. Ich habe da auch schon ein Video dazu gemacht. Also okay. Das ist schlappgehackt. Ja, aus. Im Content. YouTube ist da echt eigen. Also ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall, das war eine starke Szene. Die Bootsszene fand ich stark. Das hatte auch wieder so einen leichten Horrorfilm-Touch. Bootsszene? Ja, am Ende. So, Ich mochte in Jurassic Park 3 die Raptoren von allen Raptoren. Okay, nee, ich mag
Die vom zweiten magst du am meisten. Ich mag die vom zweiten am meisten nicht. Ich meine, ich überlege, welche ich am wenigsten mag. Ich glaube, die vom dritten und von World mag ich, glaube ich, beide gleich wenig. Das ist so ein bisschen das Problem. Der eine konnte Alan sagen. Ja, das ist schwierig. Aber das war doch nur ein Traum, dachte ich. Ja, aber was meinst du, was in Alan Grants Kopf abgehen muss, wenn er sowas träumt? Vor allem von einem Velociraptor, den er noch nie so gesehen hat. Der dürfte nicht von dem träumen dürfen. Er denkt sich, welcher Drehbuchautor steckt gerade in meinem Kopf, weil sowas träumt niemand. Hast du das Video dazu gesehen, was ich gemacht habe, warum Alan Grant so etwas hätte träumen können? Ja. 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 Sagst du dazu? Macht das Sinn? Ich gesagt nicht. Ich glaube nicht, dass Träume so funktionieren. Aber gut. Was, dass er eine Psychose hat? Ja, der hat sicher eine Psychose, aber ich glaube nicht, dass du deswegen genau von dem Moment träumst, in dem du gerade bist und dann genau die Person, die vor dir steht, als Raptor siehst. Nein, nicht das. Das habe ich. Nee. Dann meine ich was anderes. Okay. Und zwar, Alan Grant müsste ja wissen, wie die Velociraptoren auf der Isla Sorna inzwischen aussehen. Ach so, das meinst du, ja. Das heißt, er müsste ja irgendwie es hinbekommen haben, an Bilder oder Dokumente ja. gekommen zu sein. Das heißt, er muss ja so traumatisiert gewesen sein vom ersten Jurassic Park. Dass er unbedingt diese Dinosaurier schon fast gestalkt hat, damit er wissen konnte, dass die jetzt so aussehen. Ja. Dann von einem Träum, der Alan sagt. Ist übrigens auch ein kleiner Callback, dass der Papagei am Anfang ja nicht antwortet mit Alan, wo er meint, wie ist mein Name? Und dann träumt er von einem Raptor, der aber Alan sagt, weil die Dinosaurier schlauer geworden sind. Das ist so ein kleiner, da wollte man Steven Spielberg spielen, ist halt ein bisschen nach hinten. Aber es wurde ein Running Gag, der sogar in den Lego-Spielen verwurstet wurde. Super toll. Ja. Ja. Nee, keine Ahnung, ich kann mit den Raptoren aus dem dritten Teil nichts anfangen. Die sind mir zu vermenschlicht, das habe ich damals schon gesagt. Und die planen mir zu viel, die haben so sneaky Pläne plötzlich, weißt du, mit dieser Leiche auf dem Fallen, Boden. Ja. Fallen stellen und das ist alles ultra vermenschlicht. So funktionieren Tiere einfach. Hey, es sind Genhybriden. Aber da ist keine menschliche DNA drin. Da ist eine Frosch-DNA drin. Ein Frosch denkt futtern und Fortpflanzen. Oh, jetzt gibt es wahrscheinlich wieder die Ersten, die sagen, habe ich auch schon abbekommen. Wie kannst du denn sagen, dass Menschen schlauer sind als Tiere? Also Menschen, das ist halt nicht unbedingt, man kann ja schlau anders definieren. Man kann ja schlau als so definieren, dass man sagt, wir sind zu komplexen Handlungen fähig, die um Dreiecken hinausgehen. Also wir denken nicht nur von Schritt 1 zu Schritt 2, wie die meisten Tiere denken, sondern wir denken ja 3 bis 4, 5, 6, 7, 8 Schritte weiter. Wir können ja teilweise bis ins Unendliche weiterdenken, wie Prozesse funktionieren. Und das können nur die wenigsten Tiere. Witzigerweise Vögel, gewisse Raben können das. Ist vielleicht mit drin? Ja, vielleicht hat er ein bisschen Rabe mit drin. Deswegen haben die auch die Federn. Ja, ja, weil Raben können nämlich bis zu 6 Prozesse denken, also Schritte denken, was extrem viel ist für ein Tier. Und Delfine, glaube ich, so um die 20 oder so. Kann ich ja nicht mal. ja. Hast du dir aber gerade was verkniffen? Ich wollte eigentlich nur sagen, wir haben ja halt heute Smartphones. Das nimmt uns das leider so ein bisschen ab, dass wir mehr als einen Schritt weit denken müssen. Was? Ja, genau. Okay. Ja. Die war gerade eine sehr interessante Frage. Ja. Ich habe sie aber jetzt wieder verworfen. Wo ist sie denn da? Welche ist eure absolute Lieblingsszene des gesamten Jurassic-Fandoms? Ja, ich habe das, glaube ich, sogar schon mal irgendwo gerankt. Das kann sein, dass es jetzt aber nicht damit übereinstimmt, weil das kann immer mal variieren. Mhm. Aber die geilste Szene in Jurassic Park finde ich, glaube ich, mitunter die Raptoren-Szene aus Jurassic Park 1, weil... Welche? Die in der Küche. Mhm. Weil ich es einfach genial finde, wie du so ein Szenario Kinder und Raptoren in der Küche zu so einer geilen Szene umsetzen kannst. Ich mag aber auch die Raptorenwiese in Jurassic Park 2. Aber ich würde sagen, die Küchenszene ist meine Lieblingsszene. Also ich mag, ich mag Build-Ups sehr gerne. Also wenn eine Szene aufgebaut wird. Und deswegen müsste ich mich entscheiden zwischen zwei Szenen. Und das ist einmal die Jagd auf die Raptoren in Jurassic Park 1. Also dieser ganz lange Aufbau des Gewehr aufzurichten wie hieß der Jäger nochmal? Robert Muldoon. Muldoon, genau. Dieser ganz lange Build-Up. Und dann, dass eben genau das eintritt, was Dr. Grant ganz am Anfang des Films gesagt hat, dass er eben von vorne auf das Tier zielt und er müsste es eigentlich selber wissen, weil er ja auch diese Raptoren schon lange studiert hat und auch selber, glaube ich, die meisten Jagdtechniken der Raptoren ja, glaube ich, sogar, als die dann die Kuh töten, den anderen auch beschreibt.
Ja, aber, nee, er sagt, aber also er hat sie ja nie live jagen gesehen. Er sagt, die wurden ja immer gefüttert und er hat nur das Riesenbiest beschrieben. Mit den Zäunen und so, ja, das sind die Testen. Dass das Riesenbiest die anderen alle getötet hat. Ja. Waren es ursprünglich, waren es glaube ich 5 oder 6 gewesen oder sogar noch mehr. Chat, wie viele waren es ursprünglich? Und das Riesenbiest hat dann daraufhin den Rest getötet. Übrigens, ich habe gerade eine Umfrage gestartet. Ja. Hey, auf jeden Fall entweder diese Szene, weil die ein tolles Build-Up hat und einen tollen Payoff. Eben der Payoff, dass dann eben der andere Raptor von der Seite kommt und ihn anschnaubt und dann Clever Girl. Geile Line. Oder schlaues Mädchen, gell? Und ja, denn im Deutschen? Ich glaube, schlaues Mädchen. Was oder schlaues Beast. Nee. Schlaues Mädchen? Auf jeden Fall in Englisch Clever Girl, das ist ikonisch. Und Mädchen, doch. Oder? Also das oder eben halt T-Rex, wenn er auftaucht. Das gleiche mit dem Build-Up. Man kriegt vorher diese Ziegenszene und man kriegt irgendwie verklickert, der T-Rex hat keinen Bock, die Ziege zu fressen und das kommt nicht dazu und dann sehen die den nicht und dann halten die da und plötzlich, wo ist die Ziege? Und dann klatscht die oben drauf. Genau, und dann hörst du diesen geilen Sound, wie der Wind dieses Schild und den Zaun durch das Gewicht des T-Rex eben so zur Seite drückt und du hörst dieses metallische, was sich so hin und her bewegt. Auch komplett ohne Musik übrigens. Ne? Ja, genau. Und dann siehst du diese zwei Fingerchen vom T-Rex, die sich über den Zaun bewegen und der feststellt, scheiße, Gott sei Dank, da ist kein Strom mehr drauf für ihn. Und und dann siehst sollen du... Sollen das die T-Rex-Finger sein? Ich dachte immer, das soll von der Ziege einfach der Rest dann wieder so runter. Ach weil so, das fällt ja runter, ich dachte, das wäre vom T-Rex der Arm. Ich dachte, das wäre die Ziege, weil das fällt ja so runter, so... Ja? Irgendwie. Ich bin mir fast sicher, dass das T-Rex, aber wenn du es anders gesehen hast... Ist ja eigentlich auch wurscht. Ja, aber auf jeden Fall ist das ein tolles Build-Up für eine Szene, die vorher halt aufgebaut wurde durch diese Ziegengeschichte. Ja. Ja. Also das sind meine beiden persönlichen Lieblingsszenen aus dem ganzen Franchise. Es ist jetzt langweilig, dass die beide aus dem ersten Film sind, aber ja. Könnt jetzt auch noch die Busverfolgungsjagd aus dem zweiten Teil nennen. Die ist zwar super albern, aber die ist auch mega geil. Die ist schon geil, ja. Finde ich cool zumindest. Wie ist es bei euch, Chat? Was ist euer Lieblingsmoment aus der gesamten Jurassic-Reihe? So, ich habe eben gerade eine Abstimmung gemacht, ob ich dir ein Alan-T-Shirt kaufen soll, wo der Velociraptor-Kopf sagt, jetzt und die Mehrheit sagt ja. Danke. Also, mit Stolz. Du gehst tragen. Damit bitte einkaufen. Ja. Ich werde es mit Stolz tragen. So. 8 waren es. 8 Raptoren. Mit dem Riesenbeast 9. Okay. Und sie hat alle bis auf 2 getötet. Ja. Ja. Genau. Weil einer wäre auch langweilig. Zur Abwechslung haben. Das stimmt. Ja. Das sind die kleinen Arme des T-Rex, siehst du mal. Krass, ich habe das nie so gesehen. Ich habe das immer als die Ziege gesehen. Weil das sieht, als würde es so runterfallen. So. Aber dann ist ja sogar noch geiler. Dann ist ja echt viel cooler. Dann muss der T-Rex aber auch einen bestimmten Grips schon haben. Dann tut er ja auch wirklich gucken, ob der Zaun noch... Sorry, ich habe über das Kommentar gelacht. Ja. Ich bin echt interessiert, wie man eine Weihnachtsmütze daraus sehen kann. Aber ja, jetzt verstehe ich es, glaube ich, so ein bisschen. Der Fuß sind so die Bommel wahrscheinlich. Und das fleischige Ende ist halt so das, was man aufsetzt. Und was reden wir? Achso, sorry, das Kommentar. Das Bein der auf der autofallenden Ziege sieht für ihn aus wie eine Weihnachtsmütze für Mick Eifel. Ah ja. Achso, kann ich den Bommel oben die Hufe. Okay. Ja. Überprüft das? Was überprüfst du jetzt? Den Weihnachtsbommel. Achso, den Weihnachtsbommel. Ja, guck mal, wir klären heute die Jurassic Park Weihnachtsbommel googeln. Ja. Lieblingsszene von Dino T ist, mein Lieblingsszene im Film ist Jurassic World, Fallende Königreich, als der Indoraptor dem Soldaten den Arm abreißt. Weil das hat man erst gesehen, als das Tier, wie das Tier wirklich tickt. War tatsächlich auch eine geile Szene in Jurassic World. Ich meine, da hat mich ein bisschen gestört, dass der so einmal kurz die Augen aufmacht und dann wieder zumacht, weil das war halt ultra für den Zuschauer. Ja. Weißt du? Also das war wie so ein Zublinzeln. Aber es war an sich was eine geile Szene. Besonders wenn er dann den Arm im Maul hat und den dann so hochreißt. Und weil es eben ein Prop war. Blick, auch, ne? Ja. Ah, jetzt sehe ich die Weihnachtsmütze. Oh, gut. Warte, ich zeige euch das ganz kurz. Ja. Was hältst du generell vom Indoraptor so? Da kommen wir noch. Ja, da kommen wir noch. Lies nochmal ein paar. Ja, mach ich. Waren alle Raptoren in einem kleinen Gehege? Ich glaube tatsächlich schon. Das hat mich auch tatsächlich immer bei Jurassic Park gestört. Das ist kein Gehege, das ist die Fütterungsstation. Nur, das ist nicht das Gehege. Wie wollen die denn die da wegkommen?
Mit Transportern, keine Ahnung. Hast du ja gesehen, wie das gut geklappt hat am Anfang. Ja, aber das ist auf jeden Fall nicht das offizielle Gehege, das ist die Fütterungsstation. Ja, aber warum sollten die denn, der T-Rex wird auch in seinem Gehege gefüttert, warum sollen die denn extra woanders gefüttert werden? Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, das soll wirklich das Gehege sein. Tatsächlich. Ich glaube, vielleicht geht das nach unten tiefer, vielleicht sind das ja so Raptoren, die so vertikal leben oder so. Also diese Gebäude auf jeden Fall, die da stehen, wo die Raptoren drin sind, horizontal ist. Nee, Moment, Horizont ist. So, genau, Horizont. Ne? Ist ja wurscht. Auf jeden Fall, diese Dinger sind aber auf jeden Fall, das sind Brutstationen. Das sind keine Gehege. Die sind als Brutstation gelistet. Mhm. Da habe ich sogar das Kompendium da. Das heißt, das sind auf jeden Fall keine Gehege. Okay. Das heißt, die müssen die da aufgezogen haben wahrscheinlich und danach kommen sie weiter. Das würde Sinn ergeben. Aber das Riesenbiest hat doch schon alle getötet bis auf 9. Das heißt, es muss ja schon alt gewesen sein. Weil wo hat es die denn sonst getötet? Ja, die sind nach 3 Jahren sind die ausgewachsen, die Saurier. Ja, eben. Also ist warum ist das dann da noch da drin? Ich weiß ja nur, dass das Ding die Fütterungsstationen sind. So, hier haben wir jetzt vielleicht ganz kurz die Weihnachten. Haben die auch einfach nicht so weit drüber nachgedacht. Kann sein. Ja, ihr könnt hoffentlich jetzt die Weihnachtsmütze sehen. Wer sieht hier noch eine Weihnachtsmütze? Also, Mick Eifel, dafür bist du jetzt verantwortlich. Vielleicht kannst du das im Chat nochmal erklären. Aber ich denke, du meinst, dass das Bein die Bommel sind und der Rest quasi das, was man aufsetzt. Also, ja in einem Horrorfilm wäre es auf jeden Fall eine geile Weihnachtsmütze, würde ich mal sagen. Da musst du aber schon eine Fantasie haben, die ein bisschen anders ist. Makaber, ja. Ein bisschen makaber. Aber ich find's gut. Lieblingsmoment weiter von Daniels Videokanal ist in Jurassic Park 1, wenn das Banner runterfällt, natürlich. Ja. Sehr ikonische Szene, sehr, sehr geil. Ja, die Weihnachtsmützen-Szene. Wenn das Bein herunterfällt, oder welches Bein? Nein, das Banner. Ah, das Banner. Ach, zum Schluss meinst du. Ja. Das ist natürlich, ja. Ja. Warte, ich kann dir mal eure besten Momente hier ganz kurz mal zeigen. Ja, die Dilophos-Szene aus dem ersten Teil. Also, guck mal, viele erste Teile hier dabei. Dann haben wir noch... Also, die Dilophos-Szene war von Justin. Dann haben wir hier noch Christina. Komm ich gar nicht hinterher. Ja, sorry, aber es sind halt einige, die jetzt hier ankommen. Ja, alles, was mit dem... Nee, Christina hat geschrieben, der T-Rex war für ein Dino sehr schlau. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Natürlich, auch der hatte gewisse... Nicht unbedingt Pläne, aber er hatte schon einen gewissen Intellekt. Ja. Hier, ja. Kann jetzt vielleicht nicht Goethe gelesen haben. Aber auch eine der ikonischen Szenen. Und da habe ich so eine Figur sogar davon. Der Chat kennt die, glaube ich, sogar. Kennst die aber nicht, weil ich die schon eingepackt habe. Okay, Jesus versucht uns gerade zu verarschen. Warum? Jesus sagt, seine Lieblingsszene ist die Heuschreckenszene. Wir werden hier gerade von Jesus, von einer göttlichen Macht verarscht. Ja, die Heuschreckenszene aus Jurassic World Dominion ist schon ziemlich cool. Ja. Vor allem, wo die eine Heuschrecke gefressen wird, das ist schon geil. Ja. War echt cool, okay. Also, sau gut, ich wurde noch nie von was Göttlichem verarscht. Ich wurde normalerweise von allem verarscht. Von allem, aber Religion ist noch neu für mich. Ah, was heißt? Ja. Heuschrecke, Locus, ne? Ich weiß nicht, was Christina uns jetzt sagen möchte mit einfach nur Raptoren, aber vielleicht meint sie damit, dass alle Raptoren-Szene ihre Lieblingsszene ist. Ah nee, da hat sie noch geschrieben, Christina hat geschrieben, ihre Lieblingsszene sind alles, was mit T-Rex zu tun hat. Also ein riesen T-Rex-Fan. Ja. Aaron hat geschrieben, der Ausbruch aus San Diego. Ah, natürlich. Ja, wo er die Stadt unsichtbar macht. Ja, die King Kong-Analogie. Ja. Super geil. Lasst uns hier mal ganz kurz, das Schiff hat übrigens denselben Namen wie das Schiff, das King Kong. Von King Kong, ja. Hier haben wir die Heuschrecken. Ja, geil. Da habe ich bei Jurassic Park immer drauf gewartet. Ja, definitiv. Oh nein. Loki, du bist sicher ein ganz geiler Typ. Aber, oder Mädchen, nicht sorry. Bei dem Namen kann es leider beides sein. Das kann ich nicht ausschließen. Mensch. Du bist sicher eine super coole Person. Aber nicht das Handy klingeln. Nein! Ja, da muss sogar ich sagen, als jemand, der Jurassic Park 3 mag, das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Das war schon ein bisschen Krokodil von Peter Pan. Das ja, absolut. Ja, ey, okay, ich muss sagen, als Kind fand ich es lustig. Ich fand das doch nie lustig, tatsächlich. Nee. Doch, als Kind fand ich es lustig. Im Kino habe ich gelacht, glaube ich. Aber du hast doch bei Dominion gelacht, aber aus anderen Gründen. Ja gut, aber da habe ich aus anderen Gründen gelacht. Ja. Also mit viel Fantasie sieht zumindest Dominique eine Weihnachtsmütze. Ich kann mir die auch vorstellen, also ich bin da voll dabei.
Rum aus viel Fußabdruck im Sand zu sehen war. Was war das für eine Szene? Was für ein Ding? Ich hab gerade nicht zugehört. Super. Also, Tobi ist sehr involviert hier. Ich habe gerade hier den Chat gelesen, aber der ist also, ja auch da. Ja. Ach so, die Fußabdrücke, als die Raptoren ausgebrochen sind. Das war der Stromausfall. Aber ja, dann, ja, 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 ja. Das war, ja klar. Feldszene im T-Rex. Wochenszene. Also ein T-Rex kommt erstmal richtig brüllt. Oh, die Kinderzimmer-Szene, die sich gerade aus The Lost World, die war auch geil. Alimimus. Okay, noch zwei und dann machen wir weiter hier. Ja. Was haben wir noch? Die Küchenszene hatten wir schon. Taxi mit dem Glasdach. Ja, also mit dem Auto. Ja. Und die Raptoren-Szene im hohen Gras. Absolut. Das ist, die finde ich auch ziemlich cool. Das ist eine gute Szene, um darauf jetzt dahingehend zu enden. Halt, nein, Moment. Lieblingsszene mit Dinosauriern wurde nicht gefragt. Generell die Lieblingsszene, ja, gell? Fällt mir eine ganz andere ein, und zwar das Gespräch bei dem Lunch aus Jurassic Park 1. Wo die alle im Kreis sitzen. Ach so, die. Das ist meine Lieblingsszene. Ich dachte mit dem Grillpudding. Nee. Wo die quasi darüber reden, ist es cool, Saurier zu erschaffen oder eben nicht. Das ist meine Lieblingsszene. Ja. Die ist ziemlich geil. Ja, ja. Cool versucht jetzt, das intellektuell zu machen. Nein, ich gucke Jurassic Park nur wegen der Story. Die Dinosaurier sind mir voll egal. Ja, ist auch so. Ja. Okay. Also, wir haben jetzt Jurassic Park 3 haben wir noch nicht abgestimmt, glaube ich. Nee. Aber du hast ja gerade schon gefragt, Jurassic Park 2 oder 3, oder? Nee, ich habe Jurassic World oder Jurassic Park 3. Wir machen es jetzt nochmal so. Jurassic Park 3 ist... So, und dann können wir da mal gucken, was dabei rauskommt. Ja. Also ich finde, man kann den Film machen, man kann ihn gucken, aber war er nötig? Meiner Meinung nach. Ja, nee. Also, guck, du kannst den Film aus der Reihe rausstreichen. Von allen Teilen ist es wirklich der am wenigsten dazu beiträgt, diese Reihe voranzuführen. Ja. So wenig ich die anderen Filme danach mag, so haben die wenigstens für die Geschichte, dass sie weitergeht, eine Relevanz. Wenn die Geschichte gut findet, ist eine andere Frage, aber der dritte Teil hat einfach keine Relevanz für irgendwas. Ja, wie gesagt, ich komme damit klar. Ich finde das okay, weil Teil... War halt einfach, ja. Gut, haben wir es dann auch geklärt. Ich glaube, wir wollten über das Spiel nochmal reden, oder? Ja. Sorry. Über The Game. Das haben wir nämlich jetzt noch nicht angesprochen. Ach so, Jurassic Park The Game. Das hast du mir jahrelang empfohlen. Ja. Ich habe es ja erst, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal gespielt. Das ist schade, aber trotzdem gut. Ja, ja. Dass du's gespielt hast. Ja. Und ich finde... Meine Empfehlungen sind scheinbar nichts wert. Doch. Ja. Halt noch 5 Jahre. Das nachdem, dauert halt ein nachdem bisschen. Du alles andere vorher dir angeguckt hast. Ja, ja, aber ich muss wirklich sagen, dass das Game ist von der Geschichte her extrem gut gewesen. Und Jurassic Park The Game ist, wenn jetzt die Frage wieder aufkommt, nicht Kanon. Es ist nicht. Was sehr schade ist. Ja, tatsächlich. Wäre mir lieber gewesen als alles andere. Nach dem ja, sehe ich aber auch so. Nee, im Ernst, also wer das Spiel nicht gespielt hat von Telltale, ist ein großartiges Spiel gewesen, meiner Meinung nach. Das ist auch wirklich also den einzigen Punkt, wo man sagt, dass Jurassic Park 1 und Jurassic Park 2 noch kein Ende haben, beziehungsweise was noch offen ist, ist einfach diese scheiß Dose von Dennis Nedry. Ja. Und das wird im Spiel eben aufgegriffen. Da geht es nämlich darum, dass wir eben als Spieler, ich weiß gar nicht mehr, wie die Hauptfigur heißt. Es gibt ja verschiedene, du spielst ja diverse. Du spielst den Vater von Sarah Harding. Ja, aber sie, der kommt ja nicht auf die Insel wegen der Spraydose. Sie heißt Nora oder sowas. Irgendwie sowas, irgendwas mit N. Nira, Nora. Irgend sowas. Ja. Und also, sie ist eine Söldnerin auf jeden Fall. Von Ingen angeheuert. Genau. Nee, von Louis Dodgson angeheuert. Von Dodgson, ja, genau. Also von Biosyn. Genau. Und die sucht eben da die Spraydose. Und darum geht's halt eigentlich. Und ich fand das schon sehr interessant, dass man auch den Park einfach mal mehr gesehen hat. Ja. Du hast Achterbahnen gesehen, so wo ich mir denke, ja, wo war das alles im Film? Das ist doch ein Freizeitpark gewesen. Ja, ja. Die Szene mit Achterbahn wurde ja nochmal aufgegriffen dann in der Serie. Haben die eigentlich 1:1 aus dem Spiel geklaut. Ja, 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 ja. Nur jetzt ist es eine Serie, ist es ja dann Kanon. Ja, ja, aber ich meine, weißt du, die fanden die Szene so geil im Spiel, dass die nochmal in die Serie gebaut. Fandst du die gut? Die Achterbahn-Szene? Ja, ich hätte das nicht gebraucht irgendwie. Im Film oder im Spiel jetzt? Beides. Also generell die Achterbahn. Die war schon okay, um halt ein Spiel daraus zu machen, aber weißt du, dass sowas Ähnliches, glaube ich, auch im Buch vorkommt mit dieser Achterbahn? Also nicht, dass die jetzt so... Der muss ja im ersten... Ja, ja, aber nicht, dass die jetzt da so mit so vielen Dinosauriern darauf reiten, aber ich glaube, die flüchten einmal. Oder zumindest gibt es diesen Bereich mit dieser Achterbahn. Okay. Ja, ein Buch ist generell ein Kompendium. Das kannst du dir gerne mal ausleihen, wenn du mal Bock hast. Da siehst du sogar auch drin,
wie der Jurassic Park hätte ursprünglich aussehen sollen, konnte aber nicht umgesetzt werden, weil eben damals noch nicht die Mittel dazu zur Verfügung standen. Ich verstehe nicht, warum nicht wollen, dass der Film länger geht. Welcher Film? Der dritte Teil? Ja, auf jeden Fall wollte ich, dass der länger geht. Der sollte doch länger gehen ursprünglich. Ich weiß nicht, ob er uns damit meint oder die Produzenten. Die meinen wahrscheinlich die Produzenten. Aber der Film sollte ja länger gehen. Der sollte ursprünglich auch in Ägypten anfangen. Also der Film sollte eine ganz andere Geschichte haben. Ja. Ah, dann hätte man ein bisschen was noch über den Spinosaurus erfahren, sozusagen. So wie man im ersten Teil was über den Raptor und den sein Skelett erfahren hat. Der Spinosaurus sollte ursprünglich ein Baryonyx sein. Der Spinosaurus wurde der war halt zu so klein. Und dann haben die ja im Film diesen Gag dann daraus gemacht. Ganz am Anfang. Gibt es da einen Gag mit Baryonyx? Ja. Wo die dann Dinosaurier ist das? Wegen der langen Schnauze, meinte doch dann Nicht Baryonyx. Mit dem Segel, meinte er. Genau. Worum geht es in Jurassic Park The Game? In Jurassic Park The Game geht es, wie Tobi schon gesagt hat, darum, dass das setzt an, das spielt zeitgleich mit dem ersten Film. Und es setzt zeitlich genau da an, wo der Stromausfall stattfindet. Dennis Nedry flüchtet. Und wir spielen eben, wie gesagt, zum einen, wir verspielen verschiedene Personen, weil verschiedene Gesichtspunkte auf diese Stelle der Story in Jurassic Park spielen. Und wir spielen zum einen eben diese Söldnerin, die angeheuert wurde, Nedry zu finden, um diese Dose eben zu bekommen. Zusammen mit einem Team, mit einem Typen erstmal noch zusammen. Genau, sie sucht Nedry, genau, nicht die Dose. Sie sucht Nedry erst ursprünglich. Genau. und wird dann eben auch überfallen von den Dilophosauriern. Auf der anderen Seite spielen wir Dr. Harding zusammen mit seiner Tochter, die ihn gerade besucht auf der Insel. Und er ist der Pfleger unter anderem für die Triceratops. Jessica Harding. Ist sie Jessica? Ja. Und spielen eben noch diese Sicht des Pflegers auf diese Geschehnisse. Und aus Pflegersicht heraus, was eben auf der Insel passiert. Dann spielen wir noch, wir spielen glaube ich noch ein drittes. Oscar, also wenn du Oscar vergisst, man, Oscar ist der Typ, der den Velociraptor mit der Faust auf die Fresse haut. Dann spielen wir quasi vom zweiten Söldner-Team, was später kommt, noch ein Oscar. Ja, auf jeden Fall geht es dann so darum, dass diese alle diese Personen so ein bisschen zusammentreffen. Aber was diese Geschichte so gut macht, ist, dass es die ganzen Lücken schließt, was man eben im Film nicht gesehen hat. Man trifft zum Beispiel da schon auf den Mosasaurier, der in dem im Aquarium ist, ganz am Ende des Spiels. Da darf ich ganz kurz mit einem Wissen prahlen, das der Chat mir erklärt hat. Weil das ist ein Ichthyosaurus, ja? Genau, das Mosa ist wohl nur ein Überbegriff für mehrere. Wasser. Da gibt es wohl mehr verschiedene Tiere von. Und das ist nicht dasselbe Tier wie das, was wir auch in Jurassic World sehen. Auch nicht das gleiche, das ist eine andere Art. Ich weiß nicht mehr, ob es dann ein Ichthyosaurus war oder sowas. Irgendwas sowas. Ich habe mal ganz kurz nur mal ein Bild für das Konzept, was ich dir eben gerade erzählt habe. So sollte der Jurassic Park, ich habe es hier auch mal für dich auf dem Bildschirm, laut dem Kompendium zuerst dargestellt werden im Film. Okay. Das sieht schon geil aus. Sieht schon geil aus, aber sieht null aus wie im Film. Das haben sie nicht hinbekommen. Es wird halt gemeint, das wäre zu viel an CGI-Technik gewesen. Die wussten nicht, wie sie es umsetzen sollten. Ja. Ich finde es aber auch ein bisschen übertrieben vielleicht. Ehrlich gesagt, das sieht schon mehr nach Jurassic World aus. Es sieht schon so futuristisch aus irgendwie ein bisschen. Ja, die Brücke stört mich eigentlich nur. Der Rest passt schon irgendwo, das steht dann so rum. Aber, gut, man kann jetzt sagen, das ist so nur der Besucherteil. Also das sind jetzt nicht die Gehege oder so. Das ist jetzt der Teil, quasi das Besucherzentrum, die Restaurants und der ganze Kram so. Genau, links das Besucherzentrum und was da rechts ist, sind die Hotels tatsächlich. Genau. Ich habe das auch im Dings beschrieben, im Kompendium. Das sind die Hoteldinger da. Ja. Also ich kann auf jeden Fall ganz kurz zum Game nochmal sagen, ich finde es großartig, es schließt alle Lücken zum ersten, die der erste Teil noch vielleicht hatte. Man sieht auch sehr viele Szenen, die im Film vorkommen, quasi weitererzählt, zum Beispiel nachdem der T-Rex dann in dem Besucherzentrum war. Wir treffen den quasi direkt, genau, da zeigt er gerade das Bild. Wir treffen den quasi genau nachdem der Film geendet hat, eigentlich. Noch im Besucherzentrum, wie er gerade herausgeht. Und die Grafik war für ein Spiel von 2013 oder wann das, oder noch früher, 11 oder so, wann das rauskam, war die unglaublich gut. Also besonders die Dinosaurier sehen, finde ich heute noch sehr gut. Und wenn ihr das noch nicht kennt, dann schaut euch nämlich Manu Brick, hat es gerade empfohlen, dann schaut euch Tobis Let's Play an. Ich habe es zwar nicht gesehen, aber ich gehe davon aus, es passt das komplette Spiel ganz gut zusammen.
Ich hab's komplett halt durchgespielt einfach. Ja, ja, klar. Möglichst fehlerfrei. Na, auf gar keinen Fall. Ich habe so lange gebraucht, ganz am Anfang. Das fängt schon damit an, dass die Hauptfigur ja diesen Dschungel so durchkämpft mit dem Messer. Du musst nichts weiter machen, als die Pfeiltasten drücken. Mhm. Ich habe das nicht geschissen bekommen. Okay. Ewig lang hat das gedauert. Okay. Also wenn ihr es noch nicht kennt, dann freut euch drauf, weil das ist, als würdet ihr quasi nochmal einen 4 Stunden langen Film gucken. Und das Spiel ist halt, wenn ihr Telltale-Spiele kennt, das ist halt ein Story-Spiel, wo man eigentlich nur Buttons drückt. Deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn man das nicht selber spielt, sondern jemand anderem zu. Hey, was denkst du, was wäre, wenn der Giga in Jurassic Park 1 wäre? Dann wäre der Film langweilig, weil das Vieh so langsam ist. Ja, ich glaube halt einfach, dass er dann auch gefressen worden wäre vom T-Rex. Der Giga? Ja. Der Giga. Oder meint ihr anstatt des T-Rex? Nee, auch stand, oder? Auch? Ja, auch, ja. Ja. Nee, da steht einfach nur, wenn der Giga in Jurassic Park 1 wäre. Keine Ahnung. Ich glaube, dass aus rein logischer Sicht, die den T-Rex gar nicht erst in den... Ah, du machst den Trailer an. Nur ganz kurz mal so nebenbei. Ohne Ton, da kann man das, glaube ich, jetzt deckenlos laufen lassen. Ja. Das ist auf jeden Fall das Spiel Jurassic Park The Game. Und das geht von der Grafik her echt noch voll klar heutzutage. Ne? Das ist schon krass. Das ist so ein altes Spiel. Was mich hier nur gestört hat, das hat... Telltale hat das schon besser gemacht. Dass hier aber deine Entscheidungen gar nicht so wirklich entscheidungswürdig waren. Du hast immer die Entscheidung, entweder ich treffe eine richtige Entscheidung oder ich sterbe. Ja. Aber es war halt erst ihr zweites Spiel. Wir hatten vorher noch Zurück in die Zukunft gemacht. War The Walking Dead nicht früher? Nee, Walking Dead kam danach. Ja? Ja. Walking Dead kam definitiv danach. Ja. Was auch ihr bestes Spiel war. Also so von der Mechanik und allem mehr. Das spiele ich am liebsten, weil es einfach super viel Spaß macht und ich Jurassic Park liebe. War Walking Dead der erste. War schon geil, Spiel. Ich habe die zweite auch nicht mehr gezockt. Und Wolf Among Us. Dem Let's Play von Toby. Oder Jesse. Jessica, ja, einmal vom T-Rex. Ja, aber nur damit ihr das seht. Ah, wurde sie bei mir gesnackt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wenn sie da hängt, kann sie gesnackt werden. Ja, genau. Ich glaube, das war auch der Moment, da habe ich irgendwas nicht gedrückt. Aber das Ding ist halt, du guckst dann immer so, das sind ja fast alles nur Sequenzen, die du da guckst, ne? Mhm. So. Und dann vergisst du manchmal einfach, dass das während den Sequenzen deine Aufmerksamkeit erfordert. Ja. Weißt du, hocke ich manchmal einfach dann so da. Und dann, merke ich dann, da muss ja was gemacht werden. Was ich auch gut finde hier, der Giga war in Jurassic World 1, er wurde nur im Film nicht gezeigt. Ja, natürlich. Absolute Colin Trevor-Antwort. Ja. Super. Dinosaurus war auch in Jurassic Park 1. Ja. Aber du siehst mal ganz kurz seinen linken Fuß von hinten. Ja, der ist halt im Gras versteckt. Der ist hinter der Mauer. Ja, der konnte sich auch tarnen, das habt ihr nur im Film nicht gesehen. Ja, also du kannst dir das so zurechtschneiden, den ganzen Kram, ey. Die müsst das zeigen, nicht erzählen, zeigen. Jurassic World, das gefallene Königreich, meine Lieblingsserie. Szene, wo der Indoraptor sich mit Blue anlegt. Das Dach über die... Ja? Der Indoraptor war auch echt nicht das Problem an Jurassic World, das gefallene Königreich. Die ganze zweite Hälfte fand ich sogar gar nicht mal so extrem schlecht. Ich fand die erste Hälfte so kacke mit dem Vulkan, der explodiert. Dazu kommen. Achso, Moment, was haben wir denn? Es geht jetzt mal weiter. Also, The Game, schaut euch das Let's Play an, wenn ihr es noch nicht kennt. Und für alle, die es kennen, die wissen, dass es nicht mehr. Kommen wir jetzt mal ganz kurz zu dem vergessenen Spiel. Das müssen wir ganz kurz reinbringen. Zwischendrin. Bin ich auch gespannt jetzt. Weil dieses vergessene Spiel ist tatsächlich der Ursprung von Jurassic World, wie wir es kennen. Jurassic World 1, 2 und 3 hätte es ursprünglich als Film überhaupt nicht geben sollen. Ich hoffe, ich finde es jetzt aber auch. Ach Gott, ey. Also ich kenne viele Jurassic Park Spiele und World Spiele, aber was Tobi da jetzt auskramt, keine Ahnung. Ich habe das schon mal irgendwo gezeigt gehabt. Ich wüsste aber nicht mehr, wo ich die Datei hinterlegt habe auf meinem Rechner. Ah, warte, also der Moser aus dem Game war ein Phylosaurus. Hat hier Rocker 88 geschrieben. Ein was für ein Saurus? Ein Thylosaurus. Ein Thylosaurus. Ja. Da ist es. Der Pitch Trailer. Okay. So, Tobi ist mal der Doktor aufgepisst worden. Oh, also wahrscheinlich aufgespießt worden. Ah, ne, steht auch da. Okay. Aufgespießt. Aber er meint aufgespießt natürlich. Ja. Könnt ihr mal aufhören, als zu petzen jetzt, was bei mir passiert ist? Also was? Sehe ich einen richtig guten Run gehabt. Die Klappe, ey. Ich hab's durchgespielt. Ach, ich bin auch 1000-mal gestorben, was soll ich Ihnen sagen? Welches Jurassic Park Operation Genesis? Das Parkaufbauspiel. Nee, aber die Frage verstehe ich nicht. Welches Jurassic Park Operation Genesis? Es gibt nur eins. Ja, es gibt eins und dann gibt es halt die Evolution, die Worlds. Ja. Was halt quasi eigentlich 2 und 3 sind, aber
halt anders heißen. Aber Operation Genesis war geil. War ein super Spiel. Also, zeig mal deinen... So. Hier. Hintergrund hinter diesem Teaser, ich zeige ihn euch erstmal. Das ist ein Teaser, der kam raus, bevor schon lange, bevor überhaupt Jurassic World auch nur ansatzweise angekündigt wurde. Kann ihr mal nebenbei laufen lassen. Ich werde ihn jetzt hier nicht in groß zeigen, aus Gründen, weil YouTube da sehr empfindlich ist. Kennst du noch gar nicht? Nee, noch nie gesehen. Bin gerade super gespannt. Und das ist wirklich offiziell? Ja. Okay. Siehst du auch gleich. Und wer hat den gemacht und für was? Also dieser Teaser ist ursprünglich vom selben Macher wie auch Jurassic Park Trespasser gewesen. Okay. So, Jurassic Park Trespasser ist ein Spiel, das ursprünglich Jurassic Park 2 fortsetzen sollte. Das sollte sich im Kanon eingliedern, wurde aber eben dann verworfen. Danach hat dann derselbe Produzent sich aber gedacht, er macht jetzt eine Fortsetzung zu Jurassic Park 3, nennt das Ganze Jurassic World und macht daraus aber ein Videospiel. Das ist das hier. Das ist der Teaser dazu, zu dem Videospiel. Das ist kein Teaser zum Film. Der kam bei den Fans oder zumindest bei der Zuschauergruppe, die den gesehen hat, so gut an, dass Universal gesagt hat, nee, wir nehmen jetzt den Namen und die Idee dahinter und machen daraus Filme. Das heißt, der Mann, der wieder ein Videospiel machen wollte zum Jurassic Franchise, hat wieder kein Videospiel dazu machen können. Traurige Geschichte eigentlich, aber finde ich sehr interessant. Und hier siehst du jetzt auch mal, das war das ursprüngliche Logo dafür gewesen. Mhm. Dass hier auch schon eine Figur, die schon sehr nach Owen aussieht, geplant war, scheinbar. Ein T-Rex, und hier haben wir sogar den aus Jurassic World Dominion, den Aeroraptor. Oh ja. Mit dabei. Ja. So, und das halten halt sehr viele für einen ursprünglichen Teaser zu Jurassic World, zu den Filmen. Mhm. Ist aber falsch. Das sollte ein Spiel werden, das nach Jurassic Park 3 angesetzt hätte. Und das Spiel hätte auch dann direkt damit angefangen, dass Dinosaurier an Land gewesen wären. Quasi, wie man es auch hier dann sieht. Ist aber eben nie rausgekommen, weil dann eben die Filme gekommen sind. So. Das ist einfach nur mal so als Nebengeschichte. Ich habe das gelesen und fand das sehr interessant. Super interessant. Ist mir komplett neu. Auch den Teaser habe ich noch nie gesehen. Sehr nach 2000ern aus, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wann der rausgekommen ist. Der wird auch erst vor 9 Jahren hochgeladen. Ja. Kommt noch Jurassic Park 4? Nein. Also. Also, ob das nochmal zum Park zurückgeht, glaube ich nicht. Nee, also, Jurassic Park so als Reboot 4. Oder so. Ja, Jurassic Park 4, du hast ja eine riesen Zeitspanne zwischen Teil 3 und Jurassic World. Theoretisch könnte man da noch was reinklatschen, aber ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, dass die nächsten Jurassic-Filme auch nicht mehr World heißen. Die werden Jurassic Era heißen oder irgendwas ganz anderes. Hast du, hier Daniel meinte mit diesem, welches Jurassic World meinte er, das vergessene Spiel Operation Genesis gewesen wäre. Aber nee, das gab's ja. Ja, das gab's ja. Genau. Operation Genesis für die PlayStation 2 war auf jeden Fall ein geiles Spiel. Das hat mega Spaß gemacht. Ja. Oh, du hast ein Let's Play zu Evolution 2 gemacht? Und da habe ich die Story durchgezockt, ja. Mit breakdancenden Allosauriern. Okay. Kann ich dir mal nicht ganz schlecht. Kurz zeigen. Okay. Das war einfach nur ein Spielfehler, den aber komischerweise also das Spiel immer hatte, wenn der Allosaurus in diese... Hast du das Spiel gespielt? Ja. Wenn du den in diese Heilungsstation zum Arzt quasi gebracht hast. Das ist doch hier, damit es alle sehen. Achso, ich kann ja auch hier auf meine. Ich habe das als Short nämlich mal hochgeladen. Okay. Wie machen wir das jetzt im Schluss? Da kann ich auf meine Shorts zugreifen. Nico, du bist ja echt ein Fuchs. Absolut. Habe YouTube schon durchgespielt. Bin schon bei, keine Ahnung, Twitch 2 oder so. Wo habe ich denn das? Naja, während Tobi sucht, Bella-Mädel, ich hoffe, ich spreche euch immer richtig aus, wenn nicht, tut's mir echt immer jedes Mal leid, sagt, dass sie jetzt ins Bett muss. Und auch dir wünschen wir natürlich. Gute Nacht auf jeden Fall. Ich hoffe, wir konnten dich verhalten. Scheinbar nicht genug, dass du nicht wach bleiben wolltest. Tut mir leid. Aber kannst du auf mich schieben. Bin deine Schuld. Seht sich auch so furchtbarer Gäste ein. Das stimmt auch wieder. Ja. So, da habe ich einfach mal ein... Tut mir leid, dass ich nicht Sebastian von Film... Jetzt bin. Nee, Start. Filmstart. Jedenfalls war das bei Rocket Beans. Jedenfalls, ich kann nicht. So, das ist auf jeden Fall der Bug gewesen. Ich zeig's euch mal ganz kurz. Das ist der Allosaurus, wie er eben in dem Kurzfilm Battle at Big Rock vorgestellt wird. Und das ist bei mir passiert, als ich das Spiel gespielt habe. Das ist ja genial. Wow. Ja. Lebt er noch?
Das war auf jeden Fall der Allosaurus-Bug, der hier eben erwähnt wurde. Oh. Guten Nacht, Christina. Ah nee, du hast wahrscheinlich jetzt, weiß ich jetzt nicht. Weiß nicht, ob Christina der anderen gute Nacht gesagt hat. Heller-Mädel. Egal. Allosaurus ist dein Lieblingssaurier, Jesus. Jetzt hast du uns vorhin einmal verarscht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du das ernst meinst, aber ich glaube schon. Allosaurus ist auch einer meiner Lieblingssaurier. Vielleicht war das kein Witz mit den Heuschrecken. Meinst du? Ich meine, die brennen und leuchten im Dunkeln. Ja. Das ist schon cool irgendwo. Absolut. Ja. Im richtigen Aggregatzustand ist das nicht verkehrt, glaube ich. Ja, natürlich. Ah, sie hat lange gearbeitet. Ey, war auch nur ein Witz, gell? Also, ich wollte nur lustig sein. Manchmal klappt mir das. Nico ist generell nicht lustig. Genau, meistens klappt das nicht. Aber ja, gute Nacht. Jetzt muss ich mal, wie kriege ich denn den Zappelsaurus jetzt weg? Cool, dass du echt so lange dabei warst. Mann, der Zappelsaurus weg. Okay. Also, Zappelsaurus weg. Wo geht's jetzt denn hier weiter? Ich gucke auf die Liste, Sekunde. Guck mal auf die Liste. Wir sind bei dem Spiel jetzt durch. Ja. Da gibt's auch nicht mehr dazu zu sagen. Das Spiel kam nie raus, wird auch nie rauskommen. Manu Brick hat auch übrigens das komplette Let's Play geschaut von deinem Jurassic Evolution. Das waren bestimmt 50 Teile, oder? Das freut mich. Nee, ich habe das, glaube ich, sogar in einem Riesenpart hochgeladen. Krass. Kann das sein? So 6 Stunden, glaube ich, in einem Part. War das so cool? Ich habe auch das Jurassic World Aftermath, dem kommen wir auch noch, habe ich auch in 2 Parts hochgeladen. Heftig. Weil ich habe zuerst 13 Stunden auf YouTube hochgeladen. YouTube lädt das Video wirklich erst bis zum Ende hoch. Stundenlang, um dir danach zu sagen, das ist zu lang. Das ist der Hammer einfach, ey. Heftig. So. Das mit den Heuschrecken rein. Klar kennen wir die Geschichte von Big L. Hast du auch bestimmt gesehen. Natürlich. Oder? Big L, der Allosaurus. Ja. Die BBC Dinosaur als Dinosaurier, die Welt beherrscht. Oder wie das nochmal. Reich der Giganten? Reich der Giganten, genau. Das Geheimnis von Big L heißt das. Ja. Ja, das war cool. Gut, müssen wir jetzt hier nicht zeigen. Nee. Übrigens sehe ich gerade, dass man Big L auch einfach in Jurassic World Evolution 2 klonen kann. Ah, geil, das ist mir noch nie aufgefallen. Das ist wahrscheinlich ein Mod. Ja. Ich bin dran, an einem Drehbuch zu schreiben, was alle offenen Fragen, die Tobi hier auf seinem Kanal uns erklärt hat, und mir so eine sehr gute Idee zu gegeben hat, zu einem kompletten Ende. Also da will jemand ein Buch aus deinen Ideen schreiben, Tobi. Was sagst du dazu? Sehr geil. Aus welchem Film denn? Meinst du jetzt generell aus Jurassic Park oder meinst du aus Jurassic Park 3? Bei Jurassic Park 3 habe ich ja wirklich sehr viele Videos auf dem Kanal gemacht, weil der halt so viele Fragen aufwirft. Das muss er dir gleich beantworten, der Daniel. Wollen wir einfach mal jetzt zu Jurassic World rüber switchen? Ja, noch die 3 Kommentare noch. Ihr vermisst nämlich jemand Oscar? Ich habe Oscar vergessen. Der Daniel meint das übrigens ernst, gell? Der ist auf Seite 8. Ey, das finde ich echt super das cool. Das ist super geil. Das ist echt super geil. Ganz im Ernst. Würde ich gerne mal reinlesen, wenn du mir das erlauben würdest. Er bietet es dir gerade an. Super geil. Ja. Kann man auch gerne mal hier auf YouTube ein bisschen bequatschen, was du da machst. Ich muss immer öfter wieder lachen. Also du schickst ihm einfach, ich sag dir mal kurz seine private Adresse, also der Tobi wohnt. Ich hab's vergessen. Und ihr bald woanders. Ja, das sowieso. So. Und hier haben wir jetzt ein Bild von Oscar, der dem Velociraptor mit einem Messer einfach mal die Augen oder das Auge. Genau. Und damit gehen wir mal weg von dem Spiel und hin zu Jurassic World, glaube ich jetzt, oder? Ganz oder rabiat hier der Wechsel. Ja, na gut. Was wolltest du noch weiter über das Spiel reden? Ich wollte einfach nur sagen, dass das Spiel aber auch einen Logikfehler drin hat. Ja, natürlich. Das ist ein Spiel von Telltale, die haben alle Logikfehler. Ja. Aber es ist trotzdem wie ein cooler Film, meiner Meinung nach. Und es erzählt... Natürlich braucht man das für die Geschichte nicht, aber ich finde trotzdem, dass das Spiel der Geschichte mehr Fleisch dazu gibt als Jurassic Park 3. Und Jurassic World. Oder Jurassic World. Gut, kommen wir jetzt mal zu Jurassic World. Gute Überleitung, Nico. Ja, so. Ich bin Überleitungsmeister. Also, weißt du noch, als wir damals aus dem Kino gekommen sind? Ja, weiß ich nicht. Da fand ich den Film ja schon ziemlich gut. Ja. Du bist draußen, hast gesagt, geht so. Haben mich wieder alle gehatet, weil ich dann immer der bin, der so viel Kritik übt danach. Ja, weil es nervt halt, aber auch. Ich hasse es, wenn Leute einfach sagen, Jurassic World ist nicht gut. Das habe ich auch gar nicht gesagt. Aber ich sage das doch selber ständig. Ich habe damals gesagt, dass ich weiß noch genau, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, ich fand, der Film hat echt viele Probleme, aber das Ende war geil. Auch wenn ich heute sagen würde, Ende ist Ende ist nicht geil,
Aber es hat im Kino so viel Spaß gemacht. Spaß hat's gemacht. Das nehme ich dem Film nicht weg, weil das hat Spaß gemacht, wie dann dieses Battle war. Aber ich weiß, dass ich damals schon, das sage ich jetzt seit wie alt ist der Film? 10 Jahre? Oder 8 oder 9? Sage ich immer wieder das Gleiche, dass ich das so albern finde, wenn der T-Rex und der Raptor sich dann anschauen, also Blue und Rexy, und die sich anschauen und es einfach nur noch fehlt, dass die sich so eine T-Rex-artige Bro-Fist geben. Ja. So, ey, wir sind doch Bros hier und jetzt gehst du deiner Wege und ich gehe meiner Wege. Und der T-Rex guckt auch so ganz niedlich dann in die Kamera. Das Bild holt das mir ist jetzt. Das einfach, muss ich zeigen. Das ist einfach too much. So sind Tiere nicht. Auch Tiere, die mit Amphibien-DNA geklont werden, sind so nicht. Das bezweifle ich einfach. Das funktioniert. Bezweifle halt mal. Das ist ja passiert. Im offiziellen Kanon ist es ja aber passiert. Ja, natürlich. So. Aber das ist nicht cool. Nennen wir sie auch Rexy schön, damit es auch süß ist. Schick dir aber eine E-Mail. Beziehungsweise du musst ihm dann eine E-Mail-Adresse, eine Dropbox oder so, damit er dir die Seiten schickt. Ja. Das macht ihr später mal. Schick mir oder schreib mir mal bei Instagram am besten eine Privatnachricht. Das wäre super, wenn das funktionieren würde. So, ich habe jetzt diesen Blick nicht vom Rexy da, Mann. Auf jeden Fall auch ein schönes Bild. Also, wir fangen mal weiter hinten an. Jurassic World, als der erste Trailer rausgekommen ist, sind ein paar Jahre vergangen zu Jurassic Park 3. Was? Ja, sorry, ich habe gerade mal kurz Kommentare gelesen. Ich möchte auch für die Community da sein. Ja, yeah, deine yeah. Community. Du häng an meinen Lippen, wenn ich mit dir rede. So, warst du auch so unterwältigt vom ersten Trailer zu Jurassic World? Weißt du das noch? Ich kann mich an den. Aber wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich hatte schon Bock drauf damals. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass ich enttäuscht war vom Trailer. Weil ich weiß nämlich noch, wo ich den Trailer zum allerersten Mal, den allerersten Trailer, wo sie dann auch anfangen, der Park ist jetzt geöffnet und sowas. Mhm. Da habe ich auf jeden Fall mir schon gedacht, das sieht aber alles sehr künstlich aus. Okay. Das weiß ich nämlich noch. Auch wo du dann zum allerersten Mal siehst, wie ein, was war es denn gewesen? Ich glaube, ein Triceratops neben dieser Gyrosphäre herläuft. Mhm. Da hast du einfach dir nur gedacht, Moment, das sah doch mal besser aus. Mhm. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Also ich da ein bisschen skeptisch wurde. Ja. Also ich weiß, dass ich aus dem Film rausgegangen bin und gesagt habe, was mich im Vorfeld immer interessiert hatte, war, gibt's Practical Effects in dem Film. Und ich habe das auch immer wieder gegoogelt und irgendwann kam dann auch von Colin Trevor die Antwort, der dann sagt, ja, wir haben Practical Effects in dem Film. Einen. Wir haben, jetzt fällt mir die Firma nicht ein. Aber bei den ersten drei Filmen, kurzes Shoutout an Stan Winston, einer der besten Effektemacher und Creature-Designer in ganz Hollywood gewesen, hat das Alien designt, hat Predator designt, hat alle Dinosaurier im Jurassic Park gebaut. Also er und seine Firma, die Stan Winston Productions. Stan Winston ist in. Genau. Okay. Hätte auch Jurassic World gemacht, ist aber schon vorher gestorben leider. Ich glaube 2009 oder so. Rest in Peace Stan Winston. Und seine Firma wurde dann umbenannt und hat dann auch die Practical Effects für den Film gemacht. Mir fällt es gerade nicht ein, wie sie jetzt hießen. Apatosaurus. Nee, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat diese Firma jetzt auch die Practical Effects für den Film gemacht. Oder meinst du die Firma? Fällt dir nicht ein? Ja, der Name der Firma, nachdem Stan Winston gestorben ist, fällt mir jetzt gar nicht ein. Du hast auch ein Wasser stehen, gell? Ja, vielen Dank. Du willst auch nur noch nicht mal die Klappe halten. Nee, ich höre jetzt Und ich dachte, geil, in dem Film gibt es Practical Effects. Und es war zu einer Zeit, wo Practical Effects ja schon so ein bisschen gestorben waren, weil diese ganzen Marvel-Filme schon rauskamen. Zumindest die ersten, war ja alles Phase 1 zu der Zeit. Mhm. Und die schon im Kino sehr dafür gesorgt haben, dass CGI extrem übernimmt und Practical Effects nach und nach verschwinden. Und dann dachte ich, als ich den Film gesehen habe, wo waren die denn jetzt? Wo ist denn hier bitte jetzt mal was animiert? Animatronisch. Wo ist denn bitte mal ein animatronischer T-Rex gewesen und wo waren überhaupt animatronische Saurier? Dann habe ich festgestellt, ja gut, die waren zwei Szenen und die waren beide belanglos. Das war einmal dieser Dino, der Apatosaurus-Kraft? Ja. Oder waren es Apato? Ja. Aber ganz kurz mal dazu. Ja. Belanglos war das gar nicht. Es war wieder so ein Meta-Ding. Mhm. Dass der Moment, in dem Claire aufhört, die Dinosaurier Produkte zu nennen, ist der Moment, in dem sie dann wirklich auf einmal eine echte animatronische Puppe in der Hand hält und auch noch dann wirklich sagt oder sich zumindest dann irgendwie denkt, also sie wundert sich, dass es auf einmal echte Lebewesen sind und gar keine Produkte. Ja.
Es wird sogar am Anfang nochmal gesagt von Laurie, der Typ mit dem Jurassic Park T-Shirt, der einfach wirklich wortwörtlich in die Kamera sagt, ja, im Jurassic Park, da war alles noch so authentisch und so echt und hier ist alles so unecht. Und ich denke mir halt bei sowas, ey, ich mag das nicht, wenn du mir jetzt ins Gesicht sagst, ich weiß, dass dieser Film nicht so geil ist wie die anderen Filme. Mhm. Da fehlt mir so das Vertrauen in den eigenen Film. Ja, aber der Apatosaurus, ja, war auf jeden Fall so ein, auch so ein Meta-Ding. Ab da hat Claire aufgehört, Produkte zu den Tieren zu sagen. War, und ich muss ehrlich sagen, das war voll der Spectacle-Effekt. Und ich, und der sah nicht gut aus, der Apatosaurus. Aber ich finde es, auch das in seiner Meinung, auch Rexys CGI war teilweise echt nicht gut. Ich habe hier ein Bild von Rexy ganz kurz mal eingeblendet. Ja. Nico, du siehst es gerade nicht, ich zeig's dir. Das ist mein Problem, pass auf. Guck dir mal an, wie realistisch der im ersten Teil aussieht. Eins, zwei, drei und Dominion. Ganz unten rechts, warum muss er jetzt auf einmal süß sein? Ja, der sieht aus wie ein Welpe. Ja, ja. Obwohl er viel älter ist. Dieser treue Blick, so dieses, oh, ich mach dir nichts, wir haben ja gerade zusammen gekämpft. Er ist komplett vermenschlicht. Hier wurde eben gerade auch geschrieben, Rexys Blick in Jurassic World hat gewisse Disney-Vibes. Mhm. Finde ich auch. Ich habe auch, ey, wenn du mir erzählen würdest, dass Jurassic von Disney gekauft worden wäre, hätte ich gesagt, das sehe ich auch. Ja. Das nehme ich, kaufe ich dir ab. Ja, total. So, wir gehen zurück zum Apatosaurus-Kopf. Ja, also hat er jetzt eine Nachricht auf. Sehr schön, freue mich auf jeden Fall drauf. Auch Christina geht jetzt schlafen und schaut morgen weiter. Okay, alles klar. Dann gute Nacht. Schlaf gut, gute Nacht. Schön, Christina, dass du dabei warst. Ja. Ja, die Disney-Vibes auch. CGI funktioniert im Dunkeln am besten, bin ich total deiner Meinung. Deswegen funktioniert es halt in Jurassic Park 1 noch so gut. Ja, auf jeden Fall, Jurassic World wollen wir mal jetzt, okay. Warte. Ja. Nein, ich muss das ganz kurz. Das ist einfach furchtbar. Okay, Moment. Wie sucht alberne Bilder auf? Das sind Bilder aus dem Film. Nein, das ist ja noch geiler. Das sind keine Bilder aus dem Film. Das sah im Film schon schlecht aus, aber das ist ja noch schlimmer. Moment, ich kann es nicht speichern aus irgendwelchen Gründen. Dubiose Gründe. Wir müssen es aber sehen. Es sieht gar nicht so scheiße aus, aber... Es sieht im Film schlimmer aus. Jetzt hast du ja nämlich das bessere Bild genommen. Ja, das andere ging ja nicht. Ja. So. Achtung, nicht erschrecken jetzt gleich. Nicht erschrecken, das ist... Es sieht verblüffend echt aus, aber das ist nicht echt. Nicht erschrecken jetzt, bitte. Ja. Das ist kein echter Kopf, den ihr hier seht. Ja. Aber auch wirklich nur das nachgebaut, was wirklich für die Kamera gebraucht wurde. Ja, ne? Einfach minimale Anforderung. Und ja, Rexy ist derselbe T-Rex wie im ersten Teil, lieber Herr Jesus. Und, genau. Hier auch der Wald. Im ersten Teil hatte sie noch keinen Namen, was ich weiß. Im Buch wurde sie wohl auch Rexy genannt. Im Buch haben wir sie Namen. Ja, auf jeden Fall, der Dschungel sieht hier auch echter aus auf dem Bild als später im fertigen Film. Ja. Auch so ein Ding, dass Filme immer meinen, sie müssten wie so ein Hochglanzfilter über alles drüber klatschen. Ja, ja. Auch bei der Hobbit sehr übel aufgestuft. Ja, der Film hat allein schon das Problem, dass er digital gedreht wurde und nicht analog, aber das ist ein Problem der heutigen Zeit. Filme werden halt heute fast alle digital gedreht und nicht auf Film. Warum eigentlich? Weil es schneller geht einfach. Weil es halt viel einfacher zum Bearbeiten ist. Weil überlegen, auf einem digitalen Medium kannst du alles machen. In einem Film, den musst du erst digitalisieren. Wenn du was verkackt hast, Filmrollen sind sauteuer. Und Filmkameras sind sauschwer, wo eine Negativrolle drin ist. Ja. Also dann für den Kameramann natürlich viel einfacher, Ding mal zu tragen, als so eine Handheld-Kamera. Natürlich sind das keine Handheld-Kameras. Sie haben diese fetten Red 9s oder so Apparate. Aber trotzdem ist es natürlich viel einfacher. Und digital hast du kannst du dir die Dollies, das sind die Tagesaufnahmen, kannst du dir ja direkt in den Computer stecken und kannst sie dir anschauen. Wohingegen als Regisseur, und gucken, ob was raus geworden ist. Wohingegen der Film erstmal abgespielt wird. Ja. Muss entwickelt werden, der muss geschnitten werden, du kannst dich hin und her spulen. Ja, gut, dann macht's verstehe schon. Also es macht's einfacher, aber es nimmt halt auch den Film raus. Ja. Ganz leichter ist es halt immer angenehmer für die Leute. Ja. Das Maß nachzuproduzieren. Wir müssen auf YouTube auf Filmrollen produzieren. Das wär schon scheiße. Bild 2 und 3 war aber nicht Rexy, das ist richtig, aber trotz allem muss ich sagen, dass die T-Rexe halt damals noch eine Gefahr dargestellt haben. Rexy war noch nicht so der Held der Geschichte, der immer alle rettet. Ja, gut, am Ende dann schon, aber das war eher aus dem Zufall. Ja. Ist Rexys echter Name nicht Roberta? Doch, der richtige Name ist Roberta gewesen im Buch, aber Rexy wurde dann dazu gedichtet. Übrigens auch die beiden T-Rex aus The Lost World heißen ja Buck und Doe. Das sind ja die Namen von denen.
Und der Name Doe ist aber nicht offiziell. Das heißt, der Bug ist der richtige Name und Bugs heißt so viel wie Bock. Mhm. Das sagt man bei Wild, bei Hirschen. Mhm. Und da haben dann die Fans einfach gesagt, gut, wenn das der Bock ist, dann ist das auf jeden Fall dann die Hirschkuh. Mhm. Und das ist dann eben Doe. So kam der Name Bock und Bug und Doe zustande. Krass, das wusste ich noch nicht. Okay, jetzt lass uns mal über Jurassic World reden, über den Film an sich. Was war denn gut an Jurassic World? Ey, ich mochte den Indominus Rex an sich, nicht wie er ausgebrochen war. Ich mochte aber das Tier an sich. Ich weiß nämlich noch, wie wir damals bei dir gesessen haben. Da war Jurassic World gerade erst angekündigt gewesen und wir haben uns da so ein paar Sachen bei dir angeschaut. Da kam dann raus, es gibt jetzt einen genhybriden Dinosaurier, der zum Teil Oktopus ist. Und da hast du mir damals ein Bild gezeigt von einem Dino, der so ein Oktopus als Gesicht hatte. Weißt du das noch? Ja. Du hast dir nur gesagt, wenn das sowas bei rauskommt, finde ich das nicht gut. Ja. Dann haben wir den ersten Trailer gesehen und im Trailer siehst du auch, wie dann so eine Person nach hinten gezogen wird. Mhm. Da hast du noch gesagt, das ist auf jeden Fall ein Tentakel, der wurde gerade gepackt, nach hinten gezogen. Ja. Deswegen war ich sehr froh, dass der Indominus Rex so war, wie er halt war. Ich mochte diese Tarnfähigkeit, dass die wirklich nur ganz dezent vorgekommen ist, ein einziges Mal. Hat mir ganz gut gefallen. Ich finde den Park inzwischen gar nicht mehr so öde. So im Film, finde ich einfach, wurde er nicht so schön dargestellt, wie er hätte sein sollen, meiner Meinung nach. Weil du eben auch nur diese eine Straße siehst, weißt du, vom Park. Inzwischen finde ich den auch ganz cool. Ich verstehe zwar nicht, wie man auf die Idee kommen kann, dass die Lagune direkt vor die Einkaufspassage zu packen und dann zu sagen, naja, da ist ja so ein Mini-Zaun, da wird das Tier schon nicht drüber springen können. Wie gesagt, der Film macht halt Spaß. Das ist so das, was du auch gesagt hast. Der Film macht schon Spaß. Und man kann, ich mochte auch die Raptoren-Sache, dass die Raptoren da trainiert werden, das mögen viele ja nicht. Nee. Ich finde, das ist eine Sache, mal was Neues halt. Ja. Du kannst auch Tiere und sowas zähmen und irgendwie trainieren. Das stimmt, lach aber halt, ey. Weiß ich nicht. Das war jetzt so goofy. Wie gesagt, es gibt Dinosaurier wurden zu Vögeln und Vögel sind unter anderem Raben halt, wie gesagt, können so ziemlich mit die intelligentesten Tiere der Welt sein. Aber nee, die waren einfach menschlich. Die haben in Prozessen gedacht, wie nur Menschen denken. So, die Raptoren? Also, ja, da war Verhandlungsgeschick in ihren Überlegungen. Und das hat im dritten Teil schon nicht gepasst und ich finde, in dem Film ist es noch mehr aufgefallen, weil die Menschen so sehr mit ihnen interagieren. Es war so, aus denen wurde eine Mischung aus Hund und, Löwe gemacht. Weil die müssen jetzt auf einmal auch eigene Charaktere sein. Das hat der liebe Yves mal so schön gesagt, Moviepilot, dass das so das Ding ist, man sich einfach jetzt dazu entschieden hat, Raptoren müssen eigene Charaktere im Film bilden. Das heißt, die haben eine eigene Charakterisierung. Blue muss so und so ticken. Ja. Ich habe mal ein Video über das ganze Squad gemacht. Es gibt wirklich Ausarbeitungen, dass Delta war so und so drauf, Charlie war so und so drauf. Gab's halt früher nicht. Früher hast du die Raptoren da gehabt, das ist männlich, das ist weiblich, genau. Drei im dritten Teil dann schlimmstenfalls. Und das war's. Jetzt haben die alle eigene Charakterisierungen bekommen. Das waren Rudeltiere, die halt im Rudel funktioniert haben und eine Rudelpersönlichkeit eben auch hatten. Wie Wölfe. Natürlich hat jeder Wolf eine eigene Persönlichkeit, aber in einem Rudel funktionieren die nun mal relativ gleichförmig, weil sie gleichförmig funktionieren müssen. Ja. Und das war im Jurassic World haben sie versucht, ein neues Rudel daraus zu machen, in dem ein Mensch mit integriert ist, der, oder zwei sogar, bei der Oma C ja nur so ein bisschen. Ja, Owen ist so das Alpha gewesen. Genau. Und vielleicht hat sich dadurch dieses Rudelverhalten ein bisschen geändert, aber ich weiß nicht. Product Placement in Jurassic World war auf jeden Fall too much, ja, sehe ich genauso. Und Indominus, sein CGI war besser als das von Rexy, finde ich auch. Ja, das stimmt schon, ja. Auf jeden Fall, ja, die Raptoren haben mir persönlich auch vom Design her schon keinen Spaß gemacht, weil die hatten so Rallye-Streifen und so. Ja. Aber das ist ganz komisch. Das fand ich aber auch ganz cool, dass du dann zumindest in Jurassic World 2 wird es dann auch noch erwähnt, dass der Indominus Rex eben so gezüchtet wurde, weil das eben mit dem Design gezüchtet wurde, weil das für die Käufer ansprechender ist. Das macht schon Sinn, wenn man überlegt, dass die Velociraptoren ja später dann auch zum Militär eigentlich sollen. Dass man die halt dann aber auch für die Zuschauer einfach mit so Mustern klont. Wir sehen es ja auch dann später noch in der Serie, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen, Camp Cretaceous, wo einfach leuchtende Parasaurolophus rumlaufen. Ja. Das ist schon okay irgendwo, aber ich fand es auch nicht so schön. Das hat denen auch die Gefahr genommen, weil die einfach jetzt bunt und auch niedlich sind. Ich wollte gerade sagen, auch die haben, du hättest wahrscheinlich das gleiche Bild, gibt es sicher nochmal mit Raptoren, auch die sehen von
von, im Vergleich zu Teil 1 und 2 so viel niedlicher und abgerundeter aus und so viel vermenschlichter. Aber gut, gute Sachen an Jurassic World fand ich zumindest die Szene mit der Babysitterin. Maya oder wie die hieß? Die hieß, glaube ich, ganz anders. Ja. Ich weiß aber nicht, wie die hieß. Auf jeden Fall die Szene mit der Babysitterin der beiden Kids, als sie dann, sag ich mal, gefressen wurde. Megalodon. Doch, Mosasaurus. Mosasaurus. Ja. Vom Mosasaurus gefressen wurde. So brutal diese Szene auch ist, ich finde immer noch, das ist die heftigste Szene in ganz Jurassic Park. Die geht mir von allen Szenen immer noch am nächsten. Ja, weil sie aber auch eigentlich unschuldig, aber so richtig krass unschuldig ist, ne? Sie ist so ein übertriebener Tod, das ist schon wirklich brutal. Und sie geht ja wirklich nochmal hin, obwohl sie am Anfang ja so ignorant war und will den Kindern auch noch helfen. Also sie ist ja wirklich da, um denen noch zu helfen. Genau, es ist nicht so wie der Anwalt auf dem Klo, wo du eigentlich drüber lachst, dass er gefressen wird oder so. Oder auch bei Eddie kann man auch sagen, Eddie hat sich darauf vorbereitet, der könnte wissen können, was da passiert. Ja, und der wurde verdammt nochmal auch direkt verrissen. Aber wann? Naja, das ist nicht so krass wie ich sterbe. Nein, ich lebe, weil ich ins Wasser falle. Ich sterbe, weil da kommt wieder der Dino, der mich in die Luft holt. Und dann, nee, verdammt, jetzt bin ich wirklich tot. Und jetzt bin ich lebendig gefressen worden. Lebendig ja, und jetzt hänge ich stelle mir dann wirklich vor, wie die dann in diesem Verdauungstrakt hängen. Die ertrinkt doch vorher. Oder der Druck, ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich der Druck in der Kehle bricht dir wahrscheinlich alle Knochen. Aber stell dir mal vor, die rutscht bis zur Magensäure runter und lebt noch. Das ist nicht so nett. Ach, ich sehe schon kommen, dann wird die irgendwann ausgeschissen und dann heißt es dann, jetzt haben wir hier einen Sequel. Die lebt noch, so wie Boba Fett auf einmal aus dem Salak rausgekrochen kam. Ja.